Sind wir live? Ich glaube ja. Finde ich nice. Der Chat ist nicht eingeblendet. Das muss ich doch mal schnell ändern. Jetzt haben wir auch einen Chat. Das ist wunderbar. Ah, wartet, er lädt noch. Jetzt haben wir einen Chat. So, Moment. Ja, jetzt sehe ich mich auch. Also nochmal schnell Seite neu laden. Nochmal schnell Seite neu laden. Perfekt. Einmal kurz Stream auf dem Zweitkanal neu starten. Der ist nämlich gerade auch. Und was bei 48 Stunden. Was ist das wieder? Super, ist wieder nicht mit Twitch verbunden. Ich hasse die Scheiße. Warum passiert das ständig? Dass einfach die Verbindung weggeht. Ah, fuck das ab. Super. Arschen. Schon. Ganzes Ding hängt sich gerade auf, Leute. Sorry. Gleich sollte es aber laufen. So, jetzt sollte ich eine E-Mail bekommen haben fürs Anmelden. Perfekt. So, jetzt aber. So, Zweitkanal wieder online. Oh, ich würde sagen, wir gehen ein paar Reactions rein. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich mir angucken will. Wir haben hier ein Video von Isa. Ich glaube mittlerweile, man spricht es so aus. So. Moment. So, Leute, wir reagieren auf großes Drama um deutsche Bloggerin von Kaiser. Ist schon länger als 2 Stunden raus. Ich habe es nur gestern, habe ich ganz viele Videos mir rausgesucht, die ich angucken will. Gucken wir rein. Mein Traum. Hä? Was ist das? Die schnellste Frau der Welt zu werden. Was zum. Hä? Werbung? Was? Warte, was? Twitter ist gerade am explodieren. Hä? Das nicht. Was war denn das gerade? Okay. Twitter ist am explodieren, rein da. Grund, dass Elon Musk das offizielle Logo zum Dogecoin-Meme geändert hat. Klingt geil. Ich muss sagen, Elon Musk, den Typen muss man irgendwie gern haben. Der hat so viele Sympathiepunkte. Es geht vielmehr um die Story von der 31-jährigen Bloggerin Jule Stinke. So, ich glaube, so passt die Lautstärke ganz gut. Socke, die 2008 von einem Auto erfasst wurde und seitdem im Rollstuhl sitzt. In ihrem Blog schreibt sie seit knapp 15 Jahren über ihr Leben und spricht Themen wie Inklusivität für Leute im Rollstuhl an. Und vor ein paar Tagen sind diese Bilder aufgetaucht. Skandale um Jule Stinkesocke, bekannte Rollstuhlbloggerin. Jule Stinkesocke. Das ist ein April-Scherz, oder? Keiner heißt Jule Stinkesocke. Entpuppt sich wohl als Fake. Fake-Vorwurf gegen preisgekrönte Bloggerin. Die Rede ist sogar davon, dass Jule nie existiert hat, sondern stattdessen vor einem Tag? Nee, war nicht am 1. April. Ein Mann mittleren Alters war. Die Story ist absolut crazy und auch ein komplettes Rabbit Hole. Ich habe generell länger überlegt, so, ob ich dazu überhaupt ein Video machen soll oder nicht, weil im Moment sind es alles nur Vorwürfe. Das sind alles nur Spekulationen. Aber nachdem die Bilder gepostet wurden, hat Jule ihren Twitter-Account und ihren Blog gelöscht. Deswegen habe ich mir gedacht, yo, das wäre schon interessant. Deswegen mache ich euch einen Vorschlag, okay? Wir schauen uns das gemeinsam an, okay. Aber wir sind so neutral wie... Okay, sind wir neutral. Rein da. Überhaupt möglich. Und dann schauen wir einfach, wohin die Reise geht. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Jule Stinkesocke. Das ist doch ein Joke. Keiner heißt Jule Stinkesocke. Mann, Raymond hat mir die Videoidee zugeschickt. Den könnt ihr gerne abchecken. Der ist auch YouTuber und macht YouTube-Videos auf der Videoplattform YouTube. Ich habe mir seine Message durchgelesen und habe mir so gedacht... Hätte jemand so einen bescheuerten Namen, das wäre in meinem Kopf hängen geblieben. Okay, Jule Stinkesocke, noch nie in meinem Leben gehört, wird keine Sau kennen. Ja, safe irgendein April-Scherz.
Stellt sich heraus, ich bin einfach nur ungebildet. Die Best of Blog Awards, oder kurz BOBs. Bob. Ja, Trottel. Die werden einmal jährlich von einer Jury und von Usern vergeben. Und Jule hat eben den Nutzerpreis gewonnen. Also quasi. Ist sie deutsch? Ich meine, Stinkesocke ist ja ein deutsches Wort, ne? Also so, den Fan-Favorites ist genau da ist die Jule. Das ist schon nicht aufgepasst. Ist die Ami, ist die deutsch? Jetzt, was ich habe. Ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Wenn ja, habe ich es nicht mitbekommen. Heftige Leistung, vor allem wenn du halt gerade mal 3 Jahre dabei bist. Also glaube ich halt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung von Blogs. Aber es ist halt Retalk, eine so nice Story, ne? Sei ein Vorbild für andere, lass dich nicht unterkriegen und so. Soweit ich weiß, hat Jule sogar als Ärztin gearbeitet. Ich hätte auch gerne mehr Infos über sie geholt, ne, von ihrem Blog, aber wie gesagt, der ist halt jetzt schon offline. Zum Glück gibt es aber eine ähnlich vertrauenswürdige Quelle, und zwar... Gibt's nicht hier Internetarchiv-Dings, wo man sich alte Seiten angucken kann? Fremde Leute im Internet. Alles hat damit angefangen, dass die Userin... Fremde Leute im Internet, das ist immer die beste Quelle. Punktlandung einen Thread erstellt hat mit über 4 Millionen Aufrufen, by the way. Darin steht, juhu, Jule Stinkesocke kann stehen und gehen. Oh Moment, ist Jule nun die australische Kylie Harris von Abby Winters oder wie? Wenn ein nicht. Thread. Okay, was soll das heißen? Die australische irgendwas, dann ist Australierin, ne? Warum heißt eine Australierin Stinkesocke? Warum heißt überhaupt jemand Stinkesocke? Ist gemeint, dass Jule Stinkesocke gar nicht die Person auf ihrem Profilbild... Sprich mal wirklich Stinkesocke aus. Ich bin mit ausländischsprachig... nicht gut unterwegs. Ich kann mir erstmal wer schreiben, das würde mich interessieren. Sondern diese Person auf ihrem Profilbild, eine Frau namens Kylie Harris. Kylie ist eine Darstellerin, ne? Ich sage jetzt mal ähnliche Branche wie die militante Veganerin. Oh Gott, warum nein. Warum solltest du mit dem Hintergrund und mit über 60.000 Followern auf Twitter eine... Also 60.000 so extrem viel wäre auf Twitter. Minecraft-Stellerin als Profilbild nehmen. So, ich weiß... Die Zielgruppen werden sich jetzt nicht überschneiden, aber trotzdem wird das halt irgendwann mal auffallen. So, vor allem, du kannst halt auch irgendwas als Profilbild nehmen. Schau dir den an. Der hat sich einen Stein ausgesucht. Sie hat aber auch auf ihrem zweiten Account und auf ihrem Mastodon-Account, was auch immer da. Linksgrünversifte. Sie scheint auf jeden Fall Deutsch zu schreiben, also eine Deutsche. Das ist, hat sie Bilder von dieser Darstellerin genommen und halt für Außenstehende, das sieht halt einfach so aus, so, yo, das ist Jule, weißt? Und ab jetzt schlägt der Thread eine wirklich interessante Richtung ein, weil halt jetzt wissen wir, okay, das ist halt nicht Jule auf dem Profilbild. Aber wer steckt dahinter? Am besten ist, wir schauen einfach mal ins Impressum rein. Hier steht, inhaltlich verantwortlicher Anbieter für die unter julestinksocke.de erreichbare Webseite, einschließlich des Blogs, ist... Gönjamin, okay, das ist halt jetzt nicht wirklich der Name, der da steht. Ich sag's nochmal, ja, im Moment sind das alles nur Spekulationen. Das Gönjamin. Heißt, falls der Typ da gar nicht involviert ist und sowas, dann will ich ihm da nichts anhängen. Vergesst nicht, wir sind die Hashtag. Ja, aber ich meine, wenn es in dem Impressum drin steht, würde ich nicht mal sagen, ist gelogen so. Dann hat man sich halt einfach eine fiktive Person gesucht und hat halt eine fiktive Person geschrieben. Wenn es im Impressum vermerkt ist, dass es wer anderes ist, dann ja. Ist halt vermerkt, dann kann man auch gar nicht so zu sagen. Neutrale Gang. Gönjamin arbeitet auf jeden Fall ehrenamtlich in einem Verein für inklusiven Sport und er ist dort sogar Vorstandsvorsitzender. Und jetzt kommt der Punkt, der eigentliche Grund, warum Leute glauben, dass Gönjamin Jule erfunden hat, ist dieser Post von 2021. Er hat gepostet, mein Bett ist zu kurz, zu schmal und zu hart, aber wer wird angesichts dieser Schönheit schlafen wollen? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, er hat ein Bild von Gronkh, na Spaß. Das ist ein ganz normales Bild von Bild von Gronkh, das hätte ich gefühlt. Bild von Gronkh in dem Kontext hätte ich gefühlt. Am Strand, okay, bisschen so Wolken, Meer, Steinchen. An sich ist dieser Post ja auch überhaupt nicht verdächtig, ne? Aber Jule Stinksocke hat über ein Jahr später... Das ist doch alles April-Scherz, das ist doch irgendein Reddit-April, die gab es nie wirklich. Das kann mir keiner erzählen, dass sie irgendwer Jule Stinkesocke nennt. Wir haben April, ich glaub die Nummer nicht. Ich glaub die Nummer einfach nicht. Ähnliches gepostet. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt? Lässt uns ahnen, wie winzig wir sind. Aha! Side-by-Side-Comparison, bitte. Nee. Das ist eindeutig der gleiche Strand. Ich glaub die Nummer nicht. Er kann erzählen, was er will. Ich glaub die Nummer nicht. Okay, pass auf. Man sieht, okay, hier, schau, die Wolken, die sind absolut gleich. Ich versuch's noch einmal zu verbessern. Ich hab's mir gedacht. Es ist halt eindeutig, dass die beiden Bilder innerhalb von wenigen Minuten nacheinander aufgenommen worden sind. Das kann mir keiner erzählen. Aber die Frage ist jetzt wieder, ja und? Seid's mal nicht böse. Ja, ich bin genauso ein Fan von irgendwelchen weirden Investigativarbeiten im Internet wie der nächste. Aber ich verstehe nicht ganz, warum halt diese Bilder hier gerade so als Beweise gewertet werden. Immerhin ist Gönjamin ja ein Vorstandsvorsitzender bei einem Verein für inklusiven Sport. Das heißt, er könnte halt von dort aus Jule kennen. Dann sind sie Freunde geworden und haben gemeinsam einen Ausflug an den Strand gemacht.
Oder das ganze Team da, die zusammen chillen, machen Ausflug. Jule hat blöderweise zu früh auf den Auslöser gedrückt und hat halt deswegen ein Bild von ihm genommen. Ja, das kommt vor. Okay, einmal ist mir das passiert. Abgesehen davon ist der Teil, der die Leute wirklich stutzig gemacht hat, Anfang 2020 passiert. Gönjamin hat nämlich getweetet? Neues Auto war ich erst nach 10 Jahren, also 2022, geplant. Aber die Reparaturkosten explodieren, woraufhin Jule geantwortet hat. Bissel lässt sie im Moment leben, nicht im Chaos. Jule ist Bissel-Fan, perfekt. Bissel. Jule ist fake. Das ist ein April-Scherz, den gab's nie. Niemand. Ich kenne die nicht, er kennt die scheinbar nicht, das ist ein April-Fake. Naja, scheiß auf den Job. Ich hasse solche Werbungen. Dass er ja eh schon so viel gemacht hat die letzten Jahre und sie schreibt, jetzt will ich dich auch mal unterstützen. Gönjamin hat dann von einigen Leuten Spenden bekommen und sich 3 Tage nach dem originalen Tweet, also wo er gesagt hat, so, yo, ich hätte gern ein neues Auto, ein Auto bestellt. Und by the way, Gönjamin, ja, du kannst machen, was du willst, aber warum bestellt man sich einen Neuwagen? Das habe ich nie verstanden. Du kannst das gleiche Auto auch so... Ich verstehe auch nicht. Ich glaube, wir haben auch mal Gebrauchtwagen gekauft für 1, 2, 3.000 Euro. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Kaufen, aber es kostet einen Batzen Geld und du musstest 5 Monate lang darauf warten, ja? Urgute Entscheidung. Egal, der Punkt ist, dass Leute jetzt glauben, dass Jule nur eine Erfindung von Gönjamin ist und er sich quasi von diesem Ruhm und so bereichert. Ich sag's euch, mir fällt erst jetzt wieder auf, wie f***ed ab sich das alles anhört und so. Ich habe die letzten 8 Stunden mit dem Blödsinn verbracht. Ich sag, die existieren nicht. Das ist einfach alles, hat sich irgendwie ausgedacht, zusammen photoshoppt, hochgeladen, als krassesten April-Scherz ever. So, mich schockt gar nichts mehr, wenn es rauskommt, Excel 95, ja, ist Jule. Ich würde es glauben. Es klingt halt blöd, aber es ist halt ein kompletter Eisberg geworden und ich habe nur so die Spitze von den ganzen Sachen angesprochen. Es gibt zum Beispiel noch einen Account, der ihrer Tochter gehören soll. Auch da sind die Leute jetzt skeptisch und wissen nicht, ob die Person wirklich existiert oder ob das vielleicht die gleiche Person ist, die hinter dem Jule-Ding steckt. Sie versuchen das gerade zu eruieren mit Bildern von Klobürster oder so. Normalerweise mache ich Videos über Leute, die Diss-Tracks gegen ihre Ex... Das ist doch einfach alles ein April-Joke. Das hat sich irgendwer ausgedacht. Das kann mir keiner erzählen. Das heißt auch niemand Jule Stinkesocke, sind wir mal ehrlich. Partner raushauen, ja? Das ist viel umfangreicher. Das ist so, als würde ich mich Meinungen Langschwanz nennen. Als ich es gewohnt bin, okay? Trotzdem habe ich ja gesagt, wir sind die... neutrale Gang, ja. Es gibt auf YouTube auch nur ein einziges Video dazu im Moment und das ist von Nikosch oder N1 Kosch. Der ist tatsächlich auf Jules Seite. Da schauen wir auch mal rein. Wer am Sonntag auf Twitter unterwegs war, kam nicht am Hashtag Jule Stinkesocke vorbei. Jule ist ein ziemlich bekanntes Profil und das soll... Nein! Niemand scheint ihn zu kennen! Unfähig sein. Sagt zumindest Punktlandung. Jule führte einen Blog. Die Wayback Machine hat die Seite zum ersten Mal am 29. August 2013 gesichert. Glaube ich nicht. Alles, ist das alles fake? 2013, also das erste Mal, dass die Wayback Machine die Seite gesichert hat, stand Jule noch als Autorin drin und mit ihrer Vereins-E-Mail-Adresse. 2014 stand sie nicht mehr als Autorin drin, aber noch mit ihrer Vereins-E-Mail-Adresse. Irgendwann, es dürfte so 2017 gewesen sein, so richtig lässt sich das nicht verfolgen, hat sich das Impressum erneut verändert. Da ist komplett alles raus, bis auf einen Namen und eine Adresse. Der Verein wurde zwischenzeitlich auch aufgelöst, was das Fehlen des Verweises im Impressum erklärt. Und der Name, der bis zum Schluss im Impressum stand, ist nun der Grund für all den Ärger. Und der kann wahrscheinlich nicht mal was dafür. Okay, ich sage jetzt mal kurz, was wir uns alle gerade denken. Dieser Mann hat die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Hat der Typ jetzt recht oder nicht? I don't know. Ja, was ich weiß, ist, dass Jule nach dem ganzen Drama, beziehungsweise eigentlich während dem ganzen Drama, schon ihren Account gelöscht hat. Auch der komplette Blog ist offline. Aber es gibt ein finales Statement von ihr. Damit ich das ganze Video lang nicht so blöd runterlesen muss und sowas, mache ich das jetzt einfach wie bei so einer Schulpräsentation, ne? Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu meiner... Okay, das ist mal selber zu blöd. Oh Gott. Ey, die arme Aline Bachmann. Kriegst du nicht aufs Maul? Das wollte ich nicht. Schriebe ich, dass Jule Stinksocke eine ausgedachte Figur sei, mit fiktiven Erlebnissen und einem konstruierten oder orchestrierten Leben, schriebe ich die Unwahrheit. Schriebe ich, dass Jule Stinksocke eine reale Person sei, mit realen Erlebnissen und einem realen Leben, schriebe ich ebenfalls die Unwahrheit. Die Wahrheit ist, ich schreibe über meine Erlebnisse. Nicht alle, nicht immer sofort. Zu dem Strandfoto und dem Gerücht, dass Gönjamin quasi hinter der Persona Jule steckt, schreibt sie, Gönjamin, der hier immer wieder verlinkt und gedoxt wird, hat mir damals einen Impressum-Service gegeben. Danach sagt sie noch, dass das mit ihrem Profilbild ein Fehler war und dass das halt quasi von einem Freund von ihr gekauft wurde.
Auf welcher Website wäre es interessant? Es läuft dann einfach alles da. Irgendeine Stock-Footage-Website. Daraufhin hinaus, dass Jule nicht mehr weitermachen möchte und sie beendet ihr finales Statement mit den Worten: Danke für alles. Tschüss. Ich weiß, dass das nicht das Ende von der Story sein kann und ich weiß, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Ja, aber ich bin auch nur irgendein Hund aus Schaßgeabpass. Doch, jetzt kommt doch, ihr sagt ja am Ende selber, dass es ein April-Scherz war, das könnt ihr mir nicht erzählen. Ganz egal, was jetzt dabei rauskommt, so, es ist im Endeffekt einfach nur mega schade, weil so die Idee von einem Blog von einer Person im Rollstuhl, so, dass du mehr übers Leben da erfährst und keine Ahnung, womit du so zu strugglen hast und sowas, so, das finde ich richtig gut. Und darum ist halt auch einfach bitter, dass es so aufhören muss. Aber der Hashtag Jule stinkt, okay, wird auf jeden Fall in die Geschichte der Wirtschafts- und Finanzentrends eingehen. Neutral Gang, ja, seid jetzt bitte so lieb und stellt euch nicht auf eine Seite. So, wart mal einfach mal ab, was da passiert. Ich sag, existiert gar nicht. Sehr viele namhafte Leute. Ich sag, das gab's auch nie, diesen Blog. Ich sag, das ist alles fake. Alles irgendeine große Verarsche. Keine Ahnung, Marvin oder so, was weiß ich. Der Story. Ich verlinke euch trotzdem nochmal alles Mögliche in der Beschreibung, so damit ihr das selber nochmal nachschauen könnt und so weiter und so fort. Und lasst mich auf jeden Fall gern wissen, was ihr von der Story haltet. Kannte die? Ja, Jule Stinksocke? Niemand kannte die. Oder so, oder wie seht ihr? Noch nie gehört, aber unterhaltsames Video. Das Ganze. Freunde, lasst mir auch gerne ein Like da. Ich konnte aber viel schmunzeln. Viele Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ne, aber von ihm kommt keine Aufklärung, dass das ein Scherz war oder so. Okay. Okay. Komisch. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es einfach nie erfahren, Leute. Ich habe noch mehr Videos vorbereitet. Noch mehr Videos vorbereitet für euch. Ich habe vergessen, das neue Fallout New Vegas Let's Play hochzuladen. Nicht so schlimm. Kümmere ich mich später drum. Welches Video gucken wir denn jetzt? Oh, Unterhaltung oder was lernen? Wollen wir gucken, ich habe noch nie. Wir gucken, ich habe noch nie. Eben die Werbung abwarten. Werbung. So. Moment. Hey Leute, heute gehen wir auf Ich hab noch nie von Renzo. Rezo sehr weird mit Maxi und Reefed. Ja, Reefed war mir früher sehr sympathisch, Maxi ist mir aktuell sehr sympathisch, Rezo ist immer sympathisch. Rein da. Ich hab noch nie mit Freunden zusammen ein Film gedreht oder geguckt? Das ist jetzt die Frage. Augenblicke nur das hier und ich weiß, was passiert denn jetzt da schon wieder? Also wie alt soll er sein? Er. Ja. Dein Alter ist perfekt. Oh, sie flirten wieder. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von diesem Kanal, der da heißt Renzo. Ich habe zwei wunderbare Gäste da, nämlich zum einen Reef und zum anderen Maxi. Und wir spielen heute etwas ganz Besonderes, etwas, was ich... Aktuell spielt wieder irgendwie jeder. Ich habe noch nie. Muss ich eigentlich auch machen auf meinem Hauptkanal. Keine Ahnung. Wenn ich Kohle habe, Schimpi fragen, aber Bock hat auf, ich habe noch nie. Und dann bei dann besuchen und ich habe noch nie drehen. Praktisch noch nie auf diesem Kanal gespielt, aber das ist das erste Mal und es ist... Ich habe noch nie. Wie dieses Spiel funktioniert, wird jetzt Toni erklären. Wir haben saufen. Fragen. Gut. Wir saufen. Okay, ich fange einfach mal an. Ich habe noch nie meinen Eltern einen Partner, Partnerin verheimlicht. Das heißt verheimlicht, ich habe es denen einfach nicht erzählt. So soll ich jedes Mal, wenn ich abends in der Bar irgendwen flach lege, das wem erzählen? Abgesehen davon habe ich gar nicht zu beiden meiner Eltern Kontakt. Also ja, wird gelaufen. Hä? Doch, schon, doch. Wie lang? Trink erstmal. Okay. Trink erstmal einen großen Schluck. Halt mir, wie viel du auch in den Mund kriegst. Also ich kann selber nicht fassen, dass wir noch nichts hatten. Ich kann es auch nicht fassen. Ganz TikTok kann es nicht fassen. Niemand kann es fassen. Kurz, was ist da jetzt passiert? Da ist gar nichts groß passiert. Ich rede allgemein mit meinen Eltern nicht viel so über sowas. Ach so, einfach deswegen? Ja. Ach so, ich dachte, du hast speziell eine Person. Nein, das ist nicht allgemein. Nö, allgemein. Ja, dann ist es ja unspektakulär. Ja, ist es ja auch. Langweilig. Ich bin sauer. Dann. Bisschen lauter. Ich habe noch nie einen Crush auf einen Elternteil meiner Freunde gehabt. Ab wann? Was heißt Crush? Ist es ein Crush, wenn ich sage so, boah, ich würde?
ein Crush. Also, dass man jemanden attraktiv findet, ist ja das eine, aber zählt das schon? Crush. Das zählt als Crush, ja, dann. Ja. Und das Ding ist, ich habe nicht mal wen Spezielles jetzt im Kopf. Ich bin mir einfach nur hundertprozentig sicher, dass das safe passiert ist. Auch. Also, dass ich irgendwann safe wen auch ganz gut fand. Safe. Ich nicht. Eine Mutter von der Fluss von mir, die fand ich eine Zeit lang ziemlich hot sogar. Gar nicht. Nie. Obwohl du bist doch so der Daddy. Warum ich? Nein, ich mach nicht wieder so. Ich jetzt gedacht, dass du so das ältere stimmt. Männer das auch. Stimmt nicht. Sehr alte Männer. Doch, nein. Ältere. Oder willst du einfach nein. jüngere Leute Daddy nennen? Warte, was? Oh. Naja, du hast einen ziemlichen Daddy-King. Ist das dann ältere Leute? Du hast einen ziemlichen Daddy-King. So, das ist einfach schon eine Tatsache. Es wird nicht gefragt, hast du einen Daddy-King? Nein, es ist eine Tatsache. Oh, wenn man den Ruf in der Gruppe erstmal hat, dann tut man mir auch schon ein bisschen leid. Ich habe jetzt schon keinen Daddy-King. Naja, aber wie alt soll er sein? Eher. Ja. Schon älter. Also bis zu deinem Alter ist doch okay. So, ich bin... Yeah. Ja. Dein Alter ist perfekt. Sag mal einen Schuss. Ja. Ja, komm. Nächstes alles. Habt ihr gerade Reefed ihren Raufaser-Tapete-Blick gesehen? Pass auf. Ja. Wie sie aufs Handy guckt. Ja. Raufaser-Tapete. Schön. Nächstes alles. Sind gleich wieder da. Ich habe nichts gemacht. Ja, wirklich nicht. Kann niemand beweisen. Nichts gemacht. Ich kann es beweisen. Ich habe noch nie gekackt. Warte. Ich hab schon gekackt. Ich kacke Stunden am Tag. Das wäre so ungesund. Es gibt eine Einschränkung. Ich habe noch nie gekackt, als ich das erste Mal bei einem Date zu Hause war. Ich war noch nie bei einem Date zu Hause. Das ist ja belastend. Ich war noch nie, glaube ich. Das kann ja auch passieren. Aber ich glaube nicht, weil ich bin selten auch bei Dates zu Hause. Ich glaube, die Anzahl der Male, wo ich bei einem Date... Ich bin halt auch voll der Outdoor-Typ, deswegen, ja, ist das kein Thema. Hause war, sind sehr wenig. Mir ist die Maus runtergefallen. Ignorieren Sie diesen sehr männlichen Schrei, bitte. Ist auch noch die Batterie rausgefallen. Fuck. Ah. Jetzt klippe ich selber, das will ich mir später angucken können. So, weiter. Wenig in meinem Leben gewesen. Bestimmt. Bin dann immer auch Paranoia. Habt ihr das nicht? So eine Paranoiaheit, dass ihr euch denkt, lieber nicht beim anderen treffen? Vielleicht hat die Person eine Kamera aufgestellt, ganz heimlich oder so. Alter, Rie so einfach paranoide als ich. Ich lasse Verträge unterschreiben vorher, dass es einvernehmlich ist. Aber Rie so ist ja nochmal eine Schippe drauf. Oh. Ey, also es ist ja Paranoia, es ist ja nicht... Ich würde es cool finden, wenn eine Kamera da wäre. Ist jeder ein bisschen anders. Ja. Ich habe noch nie einer anderen Person die Sorte Chunky Flavor angeboten, die nicht mein Favorit ist, um meinen Liebling Chunky nicht teilen zu müssen. Ich habe noch nie irgendwem Chunky Flavor angeboten und das wird auch vermutlich nie passieren. Kommt und fragt, ob er was von deinem Chunky haben kann. Und dann sagst du, ja klar. Aber du ich dachte gerade, das wäre Werbung. Ich dachte gerade ernst, das wäre Werbung. Du weißt genau, nicht mehr so viel von dem. Ich gebe dir eins von denen, die ich nicht so geil finde. Ja, okay. Ich glaube, das ist mal passiert. Hast du gerade meins genommen? Mhm. Lecker. Entschuldigung. Ja, vielleicht kam das mal vor, weiß ich nicht. Wenn eure Freunde ihre Lieblingssorten auch einmal nicht Werbung. Mit euch teilen möchten, holt euch einfach euer eigenes Chunky. Mit dem Code Wieso bekommt ihr bei More Nutrition. Ich habe noch nie bei jemand Fremden zu Hause aus Neugier heimlich in Schubladen Doch. Das ist mittlerweile auf jeden Fall verjährt. Da war ich 6 oder so. Da war ich beim Kollegen zu Hause und ich habe in die Schubladen seiner Schwester geguckt. Ja. Danke, geschaut. Matt Damon, Ben Affleck. Das bringt uns Schlagzeilen. Das ist ein schlechter Moment, dass das Video pausiert ist, weil ich gerade was erzählt habe aus meiner frühesten Jugend. Er, der große Wurf. Ey, ich komme gerade nicht drauf klar, das könnte schon um die 20 Jahre her sein. Wie alt ich einfach bin, dass ich vor 20 Jahren schon existiert habe und gedacht habe, dass ich mich an Sachen erinnern kann, die 20 Jahre her sind. Das ist krank, wie alt ich bin. Boah. Digga, ich will nicht alt sein. Kann mich bitte wer erlösen? So oft schon, ne? Nein. Gestern war ich ja hier abgestreamt, ne? Und als ich gesagt habe, ich muss mal kurz pissen, bin ich schon in dein Schlafzimmer und habe alle Schränke einmal aufgemacht. Ja. Hab mir schon alle Klamotten angeguckt. War schon interessant auch, was du da so auch hängen hast. Ja. Ich meine, besonders wenn man cool ist miteinander, ist glaube ich nicht so ein Problem. Jetzt, wenn man so Best Friends ist oder sogar in einer Beziehung,
Ich glaube, da hätte auch niemand groß was gegen, wenn man kurz in die Schränke guckt, einmal so abchecken, so. Oder wenn man was sucht. Ey, wenn ich bei anderen Leuten was suche, immer so unangenehm, weil ich an die Schränke will, im Regelfall, und dann sagen sie so, ja, bring mir Besteck, und ich so in der Küche mit 20 Regalen, ich so, Hilfe. Für auch, also Sattel. Sattel, auch einige Sattel habe ich im Schrank gefunden. Spannend, was da so ist. Ich glaube, du bist eine der einzigen Personen, wo ich sagen würde, ach, du kannst auch eigentlich mal in alle Fächer reingucken. Hä, warum? Warum ich? Weiß ich nicht. Weil, ich weil weiß, du glaubst, mich schockt judgen. Nicht. Ja, oh, du, das ist so lieb. Du willst dich judgen. Und es du bist so pervers. Dich juckt eh nichts mehr. So lieb. Würde dich auch, du hättest aber auch nichts, was du dich schon gesehen hast. Da fühle ich aber, ich glaube, mich würde in Schränken auch nichts schocken. So, oder ich würde einen Fick drauf geben. Ich meine, selbst wenn ich eine Mordwaffe finden würde, das sprichst du ja nicht an. Du machst Schränk wieder zu und setzt dich wieder ins Wohnzimmer. Ich habe noch nie eine Freundschaft beendet, ohne einen Grund zu nennen. Naja, wenn man sich auseinanderlebt, also nennt man nicht immer einen Grund zu. Irgendwann ist es halt irgendwie vorbei. Also. Freundschaft beenden klingt so teeny-dramatisch. Manche Freundschaften laufen sich halt einfach aus, oder? Ja. Du hast wirklich eine beendet. Es gab eine Freundschaft, die da war, wo ich hinterher aber mehr verstanden habe, dass sie ziemlich toxisch war und mir nicht gut getan hat. Und toxische Freundschaften. Kuss geht raus an meine beste Freundin, ich liebe dich trotzdem. Ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe bei der Person und einfach gar nicht mehr den Kontakt wollte und dann herausgefunden habe, dass die Person gerne das klären wollen würde mit mir, aber ich einfach mir gedacht habe, nee, ich will das, ich will einfach nur nichts mehr da haben. Also oh, das ist auch schon die arme Freundin. Insofern zählt es dazu. Ja. Habe ich. Lüge. Soll ich nochmal? Lüge. Damit du es auch siehst. Schluck. Mach mal einen ganz großen. Nein. Nein. Ein kleiner Schluck. Lass mich. Ich habe noch nie ein Date unter einem falschen Vorwand plötzlich beendet, nur weil es langweilig war. Sagen wir mal, nur weil ich es nicht mochte. Also es war irgendwie, man hat gemerkt, es läuft nicht so gut und dann hat man einen falschen Vorwand gefunden. Meine Katze. Habe ich nicht. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Gewöhnlich hat man dann halt Sex und dann sage ich so, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt tschüss. Lass beide mal nach Hause gehen. Lass gucken, ob wir uns irgendwann mal wieder treffen. Vielleicht melde ich mich, vielleicht nicht. Mein Hamster. Ich hatte ganz dringend einen Anruf von, da muss jemand im Krankenhaus auch. Habe ich nicht dafür, da hätte ich gar nichts zu. Aber ich bin ja auch gegen das Lügen, deswegen, nö. Rufen zu Hause ist nicht aus. Und man merkt ja auch, wenn man sich gegenseitig unsympathisch ist. Ja. Da holt man noch das Beste raus und geht. Ich habe bei mir in meiner Jungsgruppe, wir haben ein Emote. Wenn wir das schicken, dann ist den anderen klar, okay, wir müssen den Boy aus der Situation rausholen. Das Alter, kommt schon vor. Was ist das für ein Fuckboy? Ganz andere Seite. Bei mir nicht. Es gab eine Situation. Aber nicht von mir, nicht von mir. Aber von wem anders bei euch in der Gruppe, und dann, der das Emote geschickt hat. Und dann was ist das Emote? Kann ich das sagen? Nein, das ist geheim. Hä, das darf man... dann machen die anderen alles dafür, um den da rauszuholen. Ja, kommt direkt ein Call mit... Ja, ne? Auch einige Leute im Krankenhaus. Immer. Ich habe noch nie Sex mit einer Person gehabt, die ich eigentlich unattraktiv fand. Doch klar, sowohl körperlich als auch, sag schnell charakterlich, passt es halt nicht immer komplett. Man kann ja trotzdem Spaß miteinander haben, das spricht ja nichts gegen. Ich meine, du chillst ja auch mit Leuten, die du nicht hübsch findest, also warum keinen Sex haben? Und? Nee. Doch. Ich meine, das ist ja wie ein Sport so. Oder wenn man sich einen ausgeben lässt. So, du sagst ja auch nicht so, Bonnie, von dir möchte ich keinen ausgegeben haben, du bist hässlich. So, man macht's einfach, man hat den Spaß, man genießt es. Wait a minute. Das ist eine lange Geschichte. Eigentlich nicht so lang. Wir warten auf die Geschichte gerade. Ich sag mal so, ich war ein bisschen down bad mäßig und über Tinder... That's it. Hast du jetzt schon gedacht, als du dich mit ihr getroffen hast, einfach so, ey, ich weiß eigentlich, das ist nicht mein Type, aber dann lass einfach treffen? Mhm. Ja, ich meine, warum auch nicht? Solange man vorher abklärt, so, ey, ich möchte nichts fest, ich möchte einfach nur bumsen, let's go, dafür versteht man sich auch super und es wird die Liebe des Lebens. Ja, man muss ja nicht jeden schön finden. Not bad, Digga. Ich habe noch nie über einen Freund, eine Freundin gedacht, sie wäre dümmer als ich, aber trotzdem nett. Wieder, Grüße gehen raus an meine beste Freundin, du blöde Kuh. Doch. Eli, wie heißt die gesetzgebende Gewalt? Körperverletzung? Die Legislative. Ja, doch. Ich würde ja heißen, dass ich denke, dass ich der Dümmste aus meiner gesamten Freundesgruppe bin. Ja, nee. Das ist ja Quatsch. Oder dass die anderen alle nicht nett sind. Also klar, gibt es Leute, welche die drüber sind über allem? Nö, ich bin der schlauste Mensch der Welt.
sind unter einem. Zum Beispiel? Zum Beispiel du. Ich habe noch nie mit Freunden zusammen ein Film gesehen. Doch. Easy. Ich kann mir sogar eine Situation erkennen, da habe ich eine Freundin im Krankenhaus besucht, wir hatten Langeweile, haben uns halt Pornos reingezogen mit lustigen Dialogen. War so ein bisschen horny geworden. Das war ein Satz aus diesem Film, den werde ich nie wieder loswerden. Wir hatten nach bayerischen Filmen geguckt und da ging es um den Stiefvater und eine Tochter, die am Schlafen war. Also eine Stieftochter. Und sie wacht auf und sie so, Vater, du vögelst mir. Und da haben wir es nicht mehr einbekommen, weil das einfach so lustig ist, allein wie dumm das ist und wie dumm die reden. Das war ein sehr großer Sip, Maxi. Nicht einmal. Okay, wie war es? Wir waren alle zusammen im Call, du Boys, und wir haben zusammen... Du ich auch? Er war auch dabei. Und er war auch dabei. Hast du Bildschirm geteilt? Nee, wir anders. Wir haben zusammen... Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, aber Yarek Gym Bitch Club, kennt ihr das? Sagt mir nichts. Ist auch besser so eigentlich für euch, aber wahrscheinlich kennt der ein oder andere Zuschauer das gerade. Nö, tatsächlich nicht. Das haben wir zusammen geguckt. Du bist. Ich war noch nie horny während eines Videodrehs. Klar. Aber was ich da gedreht habe, das wollt ihr gar nicht wissen. Nee, aber ich habe allein wenn ich früher Videos mit meiner Ex-Freundin gedreht habe, ey, da sitzt sie auf meinen Schoß, wir labern darüber, dass wir gerne den und die Stellung haben. Klar wird man dann horny und klar hat man auch nach dem Dreh dann eine Nummer geschoben. Völlig normal. Oder andere Videodrehs. Man weiß es ja nicht, was ich schon alles gemacht habe, wovon ihr gar nichts wisst, Leute. Sag ich mal irgendwann. Mehrmals. Heute. Kommen Sie noch nie? Hey, ich hab doch auch Freundin. Sie hat doch auch Videos mit ihrer Ex-Freundin gedreht. Das muss eine echt beschissene Beziehung gewesen sein, wenn man dann nie horny wird. Wenn man mit seiner Ex-Freundin rumturtelt. Wenn man mit seiner Freundin rumturtelt. Ich habe so viele Videos schon gedreht. Ja, Sam. So viele Videos gedreht. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also so leicht horny. Horny ist ja auch ein graduelles Ding. Du hast ja nicht horny oder nicht horny, sondern du hast ja auch 20%. Nachvollziehbar. Mhm. Ja. Bist du gerade horny geworden, wo ich mich auf dich draufgesetzt habe? Mm-mm. Nein, gar nicht? Okay. Ich habe noch nie auf dem Gesicht einer anderen Person gesessen. Doch, aber nicht im erotischen Sinne. Sondern eher so eine, bei einer Prügelei, so und ich stand weiter oben auf so einem Klettergerüst, eine Arschbombe auf denen. Ich muss übrigens sagen, ich war auch schon damals stämmig, ja. Die hat sich nicht mehr mit mir angelegt. Wir zögern jetzt alle, bevor wir trinken. Es ist so stupid, ne? Ich glaube, das ist ja gar nichts. Ich enthalte mich. Ich warte auf mein Getränk. Wir warten erstmal auf Maxis Getränk. Wir warten auf Maxis Getränk. Ich muss gar nicht trinken. Ihr könnt ruhig erzählen. Nee, warte, wir warten erstmal auf Maxis Getränk. Ich muss gar nichts erzählen. Sicher? Ich saß noch nicht auf die Nase, auf dem Gesicht, aber andersrum halt. Das ist aber was anderes. Und reverse. Vielleicht saß du oder so bei dir auf dem Gesicht oder du bei ihm. So rum. Nee, du war nicht dabei. Gut, dann haben wir ja alles erzählt. Ich habe noch nie ein Hotelzimmer nur für Sex gemietet. Nö, aber die Möglichkeit, das Sex zu haben, war ein solider Bonus. Ich meine, sonst hätte man auch draußen schlafen können, dann wird es ein entspanntes Bett und konntest theoretisch Sex haben. Denk drüber nach. Aha. Ich glaube, es ist nur einmal passiert. Ich glaube, ist schon so ein guter Anfang dafür. Nie? Zweimal, aber nicht so mega oft. Ich habe noch nie eine... Die Frage ist, Prostitution, Sexdate, Tinder... Romantisches Wochenende mit der Freundin. Rezo, was ist geschehen? Person angeschrien. Definiere fremd. Ne? Ich schrei nicht. Ich auch nie. Wisst ihr was? Überlegt? Ich meine schon. Also sicherheitshalber trinke ich mal. Sicherheitshalber. Ich wäre das so, was du so umgebracht bist, wenn du jetzt es nicht machst. Ich glaube schon, dass es mal vorkam bei irgendwelchen Auseinandersetzungen. Ach, wo kommt denn der Gena jetzt her? Ich habe noch nie. Das ist wieder so eine Toni-Frage. Ich habe noch nie absichtlich etwas bei einem Freund einer Freundin geklaut. Nein. Doch, bei der, wo ich den Schubladen war. Oh Mann. Ja, komm. Meine eine Tat mit 8 damals also, jagt mich bis heute in, ich hab noch nie. Das ist schon war hart. Das die, war was bei ihr mit der mit dem Nintendo-Spiel die Nummer oder war das wer anders? Ich verwechsel manchmal Influencer. Ah.
Ja. Das war's mit Ich hab noch nie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nach oben da. Wenn Maxi einfach straight up, ich sehe aus dem Augenblick nur das hier. Und ich weiß, was passiert denn jetzt da schon wieder? Da war ein Zettel. Und lasst ein Like da und kommentiert das Video mit sehr schönen Nachrichten. Abonniert das den Kanäle. Abonniert Tonis Kanal und Wisos Kanal. Man, müsst ihr dich unbedingt. Aber könnt ihr. Wenn ihr wollt, müsst ihr auch. Lasst doch gerne bei mir ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Heute im Stream nicht so viel los, Leute. Habt ihr heute keinen Bock auf mich? Seid ihr lustlos? Naja. Haben wir denn noch? Wir hätten noch ein Rezo-Video vom Office-Umbau. Wäre auch nice. Wir hätten noch ein Maxi-Video. Weiß nicht so. Komm, hier ist ein ganz kurzes. Auch von einem No-Name-YouTuber, das wird mir vorgeschlagen. Deswegen dachte ich, wir gucken es uns mal an. Hey Leute, heute reagieren wir auf ein Video von einem Kanal, den ich gar nicht kenne, aber es wurde mir vorgeschlagen und da dachte ich, gut, warum nicht? Team Zoom, Rollercoaster Tycoon 3, der ultimative Freizeitpark-Simulator, Fragezeichen. Klingt nach einer Review, wir gucken rein. Wir alle kennen sie mittlerweile, die guten, klassischen Tycoon-Spiele. Ich kenne Rollercoaster Tycoon 2. Eine Art von Spielen, welche mittlerweile von Roblox dominiert wird. Aber schon lange bevor Roblox seinen Erfolg hatte, erschien eine Spielenreihe, welche viele Kinder und Erwachsene begeisterte. Die Rede ist von Rollercoaster Tycoon, ein Themenpark-Management-Simulator, in dem man seine Ideen in die Tat umsetzen kann. Und wir reden heute nicht über irgendeinen Teil. Nein, wir reden über Rollercoaster Tycoon 3. Kenn ich nicht. Werbung! Wieso, wir hatten der Werb? Der hat 240 Abonnenten, die kann der Werbung schalten. Ich kann keine Werbung schalten. Ich bin neidisch. Bakterien der Darmflora mit Mineralstoffen und Vitaminen, die deine Ich will auch Werbung schalten. Und dein Energiezentrum den Tag über aufgeladen halten. Ey! Ich bin neidisch. Aus dem Bauch heraus. Kun 3, ein Spiel, welches unsere und die Kindheit von mehreren Kindern geprägt hat. Ich bin 22 Jahre alt. Meine Kindheit hat es jetzt nicht geprägt. Meine Kindheit hat Anno geprägt und Age of Empires. Vielleicht noch Sins. Rollercoaster Tycoon 3 wurde am 2. November 2004 von Frontier. Okay, da war ich 4 Jahre alt, also da habe ich schon Computerspiele gespielt, kann ich sagen. Developments veröffentlicht und war ein Riesenerfolg. Das Spiel erhielt positive Bewertungen von Spielern und Kritikern und wurde aufgrund dessen über 10 Millionen Mal verkauft. Ich kann mir vielleicht kaufen, ich stehe auf so kapitalistische Spiele. Ich sage euch, bringt mal einen reinen Kapitalismus-Simulator raus. Ich bin dabei, ich mache aus, selbst aus Minecraft habe ich eine kapitalistische Massentierhaltung gemacht, ja. Ich brauche einen Kapitalismus-Simulator. Ich mache aus allem mache ich nur Massentierzucht, Massenarbeitung, Sklavenarbeit. In jedem Spiel finde ich einen Weg, kapitalistisch alles auszubeuten, was geht. Deshalb galt Rollercoaster Tycoon damals als einer der besten Aufbauspieler aller Zeiten. Aber genug davon. Kommen wir jetzt erstmal auf das Spiel selbst. Startet man das Spiel, sieht man erstmal ein Splash-Screen mit allen DLCs, die man hat. Und danach. Ich habe das Spiel nicht und auch keine DLCs. Ach, kommt man ins Menü. Im Menü selbst sieht man im Hintergrund verschiedene Screenshots aus dem Spiel. Man kann sich aussuchen, ob man spielen möchte oder bei den Werkzeugen eigene Szenarien oder Achterbahnen bauen möchte. Aber bleiben wir erstmal weg von den langweiligen Werkzeugen und gehen zum Spielen hinüber. Hier können wir uns nämlich aussuchen, ob wir das Tutorial spielen möchten, was eigentlich keiner braucht, die Story spielen möchten oder im... Ich muss sagen, für 240 Abonnenten, ich überlege, ich mit 240 Abonnenten, das ist gar nicht so lange her. Meine Videos im Vergleich dazu richtiger Müll, das ist ein richtig geil aufwendiges Video, finde ich. Okay, so extrem auch, wenn ich jetzt sicher wäre, vermutlich, ich schätze mal, wenn das ganze Video in diesem Style ist, 5 bis 10 Stunden Arbeit. Aber trotzdem, ich würde mir die Mühe nicht machen. Also lasst auf jeden Fall da mal ein Like und ein Abo da. Wenn es da mehr solcher Videos gibt, auf jeden Fall, ein Abo wert. Im Sandkasten den Park unserer Träume bauen möchten. Im Karrieremodus muss man dann in einen vorgefertigten Park ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Diese reichen von Bauern. Gibt es da auch freies Bauen? Also du hast nicht unendlich Geld oder so, sondern muss wirklich aufbauen. Aber du kannst bauen, was du willst, ohne ansonsten Ziele ist einfach nur möglichst viel Kohle machen. Das wär's für mich. Ein Park und erreiche 1000 Gäste, bis dazu, dass man einen Park aus den Ruinen holen muss. Aber nur zu dem, was das Spiel wirklich ausmacht. Im Sandkastenmodus kann man seiner Kreativität freien Lauf setzen und seinen Park so gestalten, wie man möchte. Die Frage ist, hast du da unendlich Geld oder musst du das auch erstmal verdienen? Wenn unendlich Geld, bisschen langweilig. Wenn verdienen, cool. Ob man einen Safari-Park bauen möchte oder doch lieber einen Wasserpark. Oder einen Wasserpark im Zoo mit riesen Achterbahnen über das Gehege, während Feuer die Gäste erschreckt. Das klingt cool.
man kann wirklich alles machen. Das Spiel setzt einen keine Grenzen. Naja, einige Grenzen gibt es schon. Man kann zum Beispiel keine Achterbahn unendlich hochbauen oder Objekte ineinander platzieren, da das Spiel auf einem Grid basiert und alles in kleinen Kästchen platziert werden muss. Ich glaube, Rollercoaster Tycoon 2 war auch der, wo es so eine KI gab, die die Achterbahn automatisch beendet und die das nie geschafft hat bei mir und ich es dann doch immer manuell machen musste, weil die es verkackt hat. Aber das, was das ganze Spiel wirklich ausmacht, sind die vielen verschiedenen Variationen an Parks, die man bauen kann. Es gibt allein schon 20 verschiedene Arten von Imbissbuden für den Park. Oh, fressen. Ey, ich hab so viel, also wenn mein erstes Gehalt kommt, ich glaube, ich werde mir eine Fertiglasagne kaufen für 3 Euro und mir die dann ganz alleine reinzimmern. Das werde ich mir gönnen. Sogar ein Döner, denn wisst ihr Leute, sowas macht einen Park schöner. Und dann noch die ganzen verschiedenen Getränkebuden. Sogar mit Rootbier. In ein Kinderspiel. Naja, wie... Rootbier! Na, ich weiß nicht, was Rootbier ist, aber Bier mag ich. Wie gesagt, manchmal. Es gibt schon allein in diesem Bereich viele Geschäfte, die man bauen kann. Und dann gibt's noch Souvenirgeschäfte, wo Gäste Luftballons oder Kleidung kaufen und diese dann auch tragen. Aber weg von den langweiligen und kommen wir zu den Attraktionen. Und wow, davon gibt es viele. Sogar fast schon zu viele, um sie alle nebeneinander, dicht an dicht, ohne Warteschlange im Park zu platzieren. Bei den Attraktionen kann man dann aussuchen, ob man Kinderattraktionen bauen möchte oder doch lieber Space-Simulatoren für Erwachsene. Egal, was man gerade baut, es gibt immer eine Attraktion, die dazu passt. Das ist ein geiles Video, ich feier das. Ich werde ein Abo dalassen. Aber man kann bei diesen Attraktionen meist... Da hat mir YouTube mal ein gutes Video vorgeschlagen. Ich bin schockiert, das tut's eigentlich nicht. ...nichts anpassen. Außer beim Aquarium jetzt. Aber bei den Achterbahnen... Ja. Ja, bei denen kann man wirklich alles anpassen. Und als Spieler selbst merkt man, dass Gäste relativ schnell nervig werden können. Wenn irgendetwas kaputt geht oder Gäste verletzt werden, bekommt man nämlich eine Nachricht, in der erklärt wird, was passiert ist und das Geräusch dieser Nachricht. Es ist unbeschreiblich nervig, wenn es einfach runterrattert, was oft mal in großen Parks passiert, wenn irgendwas ausfällt. Und ein weiterer großer Teil des Spiels ist die Riesenauswahl an Szenerie, die man zur Verfügung hat, um seinen Park zu verschönern. Ob von Fantasy-Statuen bis hin zum Wilden Westen bietet das Spiel einen allerhand an Szenerie. Denn was wäre schon ein Park ohne einen Kraken, der versucht, ein Piratenschiff runterzureißen? Aber beim Bau des Parks sollte man aufpassen. Kotze. Der Park selbst benötigt nämlich Mülleimer und Bänke für die Gäste, welche man am Rand des Weges platzieren muss, damit die Gäste zufrieden werden und deren Müll wegwerfen können. Ich würde immer zuerst mich um die Versorgung kümmern und alles, und dann erst Attraktionen. Sonst landet der Infrastruktur genau ist wichtig für den kapitalistischen Park. ...und der Gäste auf dem Boden. Seine ganzen Einnahmen und Ausgaben kann man dann im Statistiken-Screen nachschauen. Hier wird nämlich... Kapitalismus. Ja! ...angezeigt, wie viel Geld man in diesem Monat eingenommen hat und ausgegeben hat. Und zudem ist auch noch alles Musik aus diesem Video, auch aus diesem Spiel. Und so, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Das ist ein geiles Video. Findet ihr das Spiel besser als Planet? Sagte wir. Das ist vermutlich mehrere Leute. Ich lasse auf jeden Fall ein Abo da. Coaster, schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ja, geil. Lasst da auf jeden Fall bei Team Zoom ein Like und ein Abo da. Werde ich auch, also habe ich auch getan. Ist geil. Ich mir gönnen. Übel. Wenn man den Kanal an, Leute. Wir machen auch nicht so aktiv Videos. Jetzt vor 4 Tagen, dann vor 2 Wochen, dann vor einem Jahr. Und vor 3 Jahren, vor 3 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahre. Schade. Ich lasse trotzdem einen Kommentar da. Habe deinen Kanal gerade entdeckt. Ich finde das Video richtig toll. Jetzt habe ich richtig Bock auf dieses Spiel auch bekommen, Leute. Jetzt habe ich richtig Bock auf dieses Spiel bekommen. Einfach geil. So, ich habe kommentiert. Nice. Das fand ich ist ein richtig nices Video, Leute. Wirklich. Ein richtig nices Video. Würde ich mir jederzeit wieder so geben. So. Wollen wir... Komm, wir gucken ein Wissensvideo von Tomatolix zum Thema Kokainplantage. Aber erstmal muss ich ganz kurz aufs Klo, Leute. War nur pinkeln, aber ich mach mal trotzdem den Kacken-Stream an, ja? Ich bin kacken.
Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. Ich bin kacken, ich bin kacken, ich bin kacken. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Also ich bin zurück, also euch muss ich eigentlich nicht willkommen zurück sagen. Ziemlich dumm. Naja, passiert. Ich möchte mal kurz was nachsehen, Moment. Da. Perfekt. Warte mal. Auch nicht perfekt, ich muss nochmal was nachsehen. Ich habe irgendwie was verkackt. Habe ich schon auf 3 Videos reagiert? Ist ja krass. Nice. So Leute, wir reagieren jetzt auf einen Tag auf einer illegalen Kokain-Plantage von Tomatolix. Bin ja mal sehr gespannt. Wenn es illegal ist, wenn er dann da ist, ist macht dann auch was Illegales? Wir werden es herausfinden. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Alles für euer Kokain. Ist das legal, das zu machen? Wenn ja, könnt ihr.
Kolumbien ist der weltweit größte Produzent von Kokain. Schätzungen gehen davon aus, dass hier jedes Jahr über 1000 Tonnen der Droge hergestellt werden. Das Kokain. Nice. Das Geschäft hat dabei verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Es werden Teile des Regenwaldes gerodet, um Platz für Anbauflächen zu schaffen. Würden wir es halt regional anbauen, hätten wir das Problem nicht. Denkt mal drüber nach. Bei der Weiterverarbeitung gelangen giftige Chemikalien in die Böden und Flüsse. Und auch das könnte man bestimmt in Deutschland mit den richtigen Sicherheitsverordnungen besser hinkriegen. Auch das Leben vieler Menschen wird vom Kokain-Business beeinträchtigt. Viele Bauern leben in Armut und sind auf den Koka-Anbau angewiesen. Allerdings gibt es immer wieder gewaltsame Übergriffe durch das Militär, das ganze Plantagen zerstört. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in Kolumbien bin, dann möchte ich eigentlich auch eine Koka-Plantage besuchen, um Warum man sich das wohl dachte. Über die Kokainproduktion zu erfahren. Natürlich, aber ich wusste überhaupt für Wissen, nicht für Gratisproben. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, als deutscher YouTuber auf eine kolumbianische Coca-Plantage zu kommen, ist jetzt nicht so mega leicht. Deswegen habe ich einen lokalen Journalisten kontaktiert, der schon solche Beiträge gemacht hat. Und der hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird. So, dann geht's jetzt in diesen Mini-Flieger und dann ab in ein ganz kleines Dorf in Kolumbien. Von da aus auch nochmal weiter. Bis kurz vor den Dreharbeiten ist nicht klar, ob es überhaupt funktionieren wird, eine Plantage zu besuchen. Denn obwohl unser Kontaktmann die Bauern kennt, zögern diese noch. Ich mache mich trotzdem auf den Weg in den Südosten Kolumbiens. Hier soll viel Koka angebaut werden. Für die Reise musste ich natürlich flügen. Ist die Kokainpflanze an sich eigentlich auch schon, nennen wir es, berauschend? Wenn ich jetzt so die Pflanzenblätter drauf rumkaue oder esse oder rauche oder was auch immer, habe ich dann eine berauschende Wirkung? Und Unterkünfte vor Ort. Kennst halt nur als fertiges Produkt. Auf jeden Fall ein tolles Vorhaben. Und auch da muss ich sagen, habe ich Kokain noch nicht konsumiert tatsächlich. Glaube ich. Zumindest nicht richtig. Und ja, deswegen schwierig zu sagen. Deswegen habe ich geschaut, wie man das alles am günstigsten buchen kann. Dafür gibt es einen kleinen Trick, denn oft unterscheiden sich die Preise auf Webseiten, je nachdem. Lass mich raten, NordVPN-Werbung. Ich würde auf NordVPN-Werbung tippen. Von welchem Land man auf die Seite zugreift. Und mit einem VPN wie NordVPN kann man ganz einfach seinen Standort ändern. Zum Beispiel bei diesem Hotelzimmer hier. Normalerweise kostet das 88 Euro pro Nacht. Kleine Anmerkung, Leute, ich bin täglich auf Twitch Live, Meinungen TV, 18 Uhr bis 20 Uhr. Nacht. Wenn ich mich aber mit NordVPN über Kolumbien verbinde, dann bekomme ich ein Angebot für nur 77 Euro, also 11 Euro gespart. Mit NordVPN kann man so bei der Buchung von Flügen oder Hotels auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Aber auch gibt aber auch so Vergleichsseiten, die das automatisch machen. Ja, auch nicht schlecht. Auf meiner Reise war ich super froh, dass ich NordVPN auf dem Handy hatte, weil ich habe super oft öffentliche WLAN-Netzwerke zum Beispiel am Flughafen oder in Hotels genutzt. Und da werden die Daten ja im Normalfall unverschlüsselt übertragen und können so theoretisch abgegriffen werden. Wenn man aber einen VPN... Naja, ob ein NordVPN da wirklich so viel schützt, weiß ich jetzt nicht. Wie NordVPN aktiviert, werden die Daten verschlüsselt durch einen gesicherten VPN-Tunnel übertragen. Auf nordvpn.com/tomatolix gibt es immer den besten Preis. Gibt ja an NordVPN sehr viel Kritik, dafür sollten wir uns auch mal ein Kritikvideo ansehen, so wie wir uns Werbung zu NordVPN angucken. Wäre vielleicht auch mal ganz sinnig. Aktuell gibt es da beim 2-Jahres-Paket nochmal 4 Monate gratis dazu. Und ihr könnt NordVPN auch erstmal ganz in Ruhe ausprobieren, denn sollte es euch doch nicht gefallen, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich glaube, das hier wird heute der gefährlichste Dreh, den ich jemals gemacht habe. Ich meine, ich bin jetzt hier irgendwie alleine in Kolumbien. Der wirkt jetzt schon irgendwie high. Warum wirkt er so high? So verschwitzt, seine Pupillen sehen riesig aus, er redet verwirrt. Muss man sich Gedanken machen, was da abgeht? Und wir reisen zu einer Coca-Plantage. Und dieses ganze Gebiet hier wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Gibt es nur eine Methode, die größere Waffe mitbringen. Mal gucken, wie das wird. Oh Mann. Ich hoffe einfach, dass wir nicht... Meine Witze waren auch schon mal lustiger. ...sterben und einfach ein paar gute Aufnahmen machen können. Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Um 5 Uhr morgens machen wir uns auf den Weg. Die Plantage ist nämlich einige Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und frage unseren Kontaktmann Ramiro, wie gefährlich es heute für uns werden kann. Es gibt zurzeit 2 bewaffnete rivalisierende Gruppen in dieser Region. Da kann es durchaus kompliziert werden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man mit Einheimischen unterwegs ist, die sich hier auskennen.
Haben wir denn jetzt die Erlaubnis von den bewaffneten Gruppen in diese Gebiete zu fahren oder nur von den Koka-Bauern oder wie sieht das aus? Also haben wir eine Erlaubnis? Nein, wir haben nur die Erlaubnis von den Bauern. Die stehen in Kontakt mit den bewaffneten Gruppen. Was denkst du, was könnte passieren, wenn jetzt solche bewaffneten Gruppen auftauchen würden? Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird. Sollten wir auf bewaffnete Gruppen treffen, würden wir mit ihnen verhandeln. Mhm. Was will man denen dann geben? Ich meine, die können sich ja eh alles nehmen, was sie wollen, oder? Oder sind das so ganz friedliche Gruppen, wo man sagt so, ja komm, sag ein nettes Wort über uns in deinem Video und alles ist gut? Okay, so, wir sind mittlerweile über 3 Stunden vom Flughafen entfernt und immer noch nicht angekommen. Das ist wirklich am Arsch der Welt hier. Wir haben jetzt hier gerade schon mal die Koka-Bauern getroffen. Die haben jetzt irgendwie noch Equipment eingeladen und jetzt geht's zur Koka-Plantage. Okay, so von der Hauptstraße, sag ich mal, sind wir jetzt nochmal abgebogen in so eine Art Feldweg. Ich glaube, hier soll man eigentlich nicht durchfahren. Also hier ist halt wirklich gar keine Straße mehr. Ja, das Ganze wird halt wahrscheinlich ein bisschen abgelegen sein. Anscheinend geht es hier auf der Straße nicht mehr weiter, weil der Weg einfach komplett zugewachsen ist. Super. Das heißt, wir müssen jetzt den Rest laufen. Ich glaube, ich ziehe hier meinen Pablo Escobar-Hut an, weil die Sonne ist einfach so krass. Es ist so warm. Das sieht auch jetzt schon nach Sonnenbrand aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht jetzt schon aus, als ob man Sonnenbrand hätte. Also wir müssen jetzt hier über den Fluss auf die andere Seite. Richtig abenteuerlich hier. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt noch hier so durchklettern. Sieht schon krass aus. Einfach ist alles voll mit grünen Pflanzen. Alles voll mit. Und alles mit irgendwas Verbrannten. Koka. Wo gebrannt wurde, oder? Ich treffe den Besitzer der Plantage. James ist schon seit 20 Jahren im Koka-Business. Ich bin 1996 hierher gekommen, weil es im Landesinneren keine Arbeit gab. Wie viele andere habe ich dann einen Job auf einer Plantage angeboten bekommen, wo ich gelernt habe, wie man Koka anbaut und verarbeitet. Wie viele Koka-Pflanzen habt ihr hier angebaut oder wie groß ist die Farm? Insgesamt baue ich hier auf 4 Hektar Koka an. Ich pflanze 3... 4 Hektar ist aber gar nicht mal so viel. Wenn ich nicht irre, oder? Unterschiedliche Sorten an. Boliviana, Catura und Chipara. Die haben hier 3 unterschiedliche Sorten, die unterschiedlich schnell wachsen. Und am Ende wird alles Koks. Macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob man unterschiedliche Sorten anbaut? Und auch unterschiedlich viel Koka-Paste am Ende ergeben. So, okay, daraus gewinnt man dann unterschiedlich viel, jetzt verstehe ich's. Und dann ist es immer so eine Abwägung, okay, welche Sorte pflanzt man, damit sich das irgendwie am besten lohnt. Mhm. Ja, das habe ich schon erfahren. Und wie viele Menschen arbeiten hier so? Wenn wir in der Produktion sind, haben wir hier 5 bis 10 Sammler. Für eine Ernte brauchen wir ungefähr 1 oder 2 Wochen. Dann dauert es erstmal bis zu 2 Monate, bis die Blätter nachgewachsen sind und wieder geerntet werden können. Okay, das ist aber... Da kannst du diese 2 Monate ernten, so dass wir bei... Das wäre geil. Stell euch vor, ihr könntet bei euch im Garten alle 2 Monate Kartoffeln ernten oder so. Ihr würdet nie wieder einkaufen müssen. Wie viel Koka könnt ihr an einem Tag ernten? Wir sammeln hier mindestens 250 Kilo am Tag. On one day? An einem Tag. Und wie viel, Koks wird daraus? Kokain kann daraus dann hergestellt werden? Das hängt von der Sorte ab, aber es sind so um die 900 Gramm. Gibt es irgendwelche Herausforderungen? 900 Gramm, sagen wir 50 Euro. Also geteilt durch 2,50 mal 100 sind das 40.000. Das ist solide. Bei Koka anzupflanzen. Koka anzubauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach nur ein Stück Land. Warum baut man es da nicht in Deutschland an? Check ich nicht. Saatgut bekommt man sogar von anderen Bauern geschenkt. Im Gegensatz zu Marihuana weiß man ja nicht mal, wie Koka aussieht wirklich. Zumindest ich wüsste es jetzt nicht. Also warum nicht in Deutschland anbauen? Schwierig ist es nur, die Pflanzen zu pflegen und Schädlinge zu bekämpfen. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch mal selber ausprobieren, so Koka zu ernten. Deswegen werdet ihr mir das jetzt mal zeigen. Nimm die Zweige zwischen die Beine, als würdest du auf ein Pferd steigen. Nimm die kleinsten Zweige und mit diesen Fingern kannst du ziehen. Das wird etwas wehtun. Nein, nicht so. Mach das so. Mach das so und so. Du musst stark nach hinten ziehen, dann tut... Ah,
Handschuhe wären praktisch. Deine Hand nicht weh. Ist gar nicht so einfach. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Hätte ich mir schon vorstellen können, dass der irgendwann sowas macht. Drogen sind halt genau sein Thema. Alles für euer Kokain. Also für das Tempo würde ich dir keinen Lohn zahlen. Jeder Chef von mir. Mit dir mache ich Verluste. Sie. Stopp. Du bist gefeuert. ich glaube, ich muss noch viel entlassen. Viel lernen. Also es ist nicht so einfach. Okay, also ich habe jetzt ungefähr ein halbes Kilo geerntet und die ernten hier 200 am Tag. Ich hoffe, man macht sich nicht strafbar, wenn man irgendwie Coca erntet und mit. Ja, das hättest du vielleicht vorher in Erfahrung bringen sollen, du Genie. Bei der Coca-Produktion. Ist das so? Muss ich mal den Solmecke fragen. Also, wir haben jetzt Coca-Blätter geerntet. Ja, was sagt denn der Solmecke? Steht in den Kommentaren? Nee, schade. Und jetzt geht's hier in das Labor, das auch zur Plantage. Da werden vermutlich auch die landesüblichen Regeln sein. Er ist ja nicht in Deutschland, ne? Was da erlaubt ist, ist die Frage. Gehört, wo die Coca-Blätter direkt verarbeitet werden. Das heißt, aus den Coca-Blättern wird jetzt Coca-Paste gemacht, die dann an die Mafia weiterverkauft wird. Boah, crazy. Man sieht da so ein Zelt irgendwie, so mitten im Dschungel, dann hier so ein Labor. Jetzt bin ich gespannt, wie es geht. Haut raus. Also, da finde ich, könnten sie sich einen besseren Mixer leisten als das. Also wirklich, ein großer Mixer würde es, glaube ich, besser tun. Welche Chemikalien werden so für die Produktion von Kokain eingesetzt? Hauptsächlich benutzen wir Calciumhydroxid. Das lösen wir im Wasser auf. Dann fügen wir ein wenig Ammoniak hinzu. Das ist alles sehr dreckig. Diese Mischung kippen wir dann auf die Blätter. Dann muss alles vermischt werden, damit die Chemikalien helfen, das Alkaloid aus den Blättern zu lösen. Aber ich muss sagen, das stinkt auf jeden Fall ganz schön durch diese ganzen Chemikalien und so. Das ist ein richtig beißender Geruch irgendwie in der Luft. Ich verstehe nicht, warum wir das Zeug nicht in Deutschland anbauen und veredeln. Wir könnten das safe besser als die. Mit ordentlich technischen Laboren und so weiter. Und mit ordentlichen Plantagen in Gewächshäusern. So ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie auf der Baustelle oder? Hätte safe eine bessere Qualität, besseren Gewinn und alles. Warum machen wir das nicht? Also, keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht so gut. Nicht gesund. Und ich meine, selbst wenn es hier in Deutschland legal ist, nehmen wir mal an, es würde nie legalisiert werden, Koks, ja. Selbst wenn es egal bleibt, das wäre doch trotzdem logischer, anstatt es zu importieren, irgendwo in einer geheimen Anlage in Deutschland zu machen. Nicht einfach mit meinen nackten Füßen durchlaufen wollen, aber hey... So scheint das hier wohl zu sein. Als nächstes kommt noch Benzin dazu. Okay, verrückt. Also das Benzin wird hier versteckt, damit, falls die Polizei irgendwie vorbeikommt, die das nicht findet oder so. Crazy, so unter den Holzbrettern. Wenn wir die Chemikalien draußen stehen lassen würden und das Militär kommt, werden die Chemikalien verbrannt. Das wäre ein großer Verlust für uns. Okay, warum Benzin? Wir nehmen die Mischung und schütten sie in diese Behälter. Dann geben wir das Benzin dazu. Das dient als Lösungsmittel, um die Coca-Paste zu extrahieren. Muss es Benzin sein? Ich glaube, Benzin ist nicht so gesund. Vielleicht lieber Alkohol oder so. Oh, käme ich halt nicht mit der chemischen Zusammensetzung aus, ne? Wie lange dauert der komplette Prozess, um diese Coca-Paste herzustellen? Nachdem alles im Fass ist, bleibt es da für 20 Minuten. Danach entfernen wir den Stöpsel des Behälters und das Benzin fließt in ein Becken. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis am Ende die Coca-Paste übrig bleibt. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Also 15 Tage lang immer wieder dieser gleiche Prozess, nur um am Ende diese Paste zu haben. Klingt schon aufwendig. Und am Ende, wie viel Paste habt ihr dann? Am Ende der Ernte von ca. 5 Tonnen Coca-Blättern haben wir je nach Pflanzensorte ungefähr 12 Kilo Paste. Okay, und das wird zu wie viel Gramm Koks gemacht? Und für wie viel könnt ihr dann ein Kilo Coca-Paste verkaufen? Also wie viel kann man damit verdienen? Für ein Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 Euro. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten bleiben um die 170 Euro übrig. Aber trotz der ganzen Kosten lohnt es sich mehr, Coca anzubauen, als jetzt andere Sachen wie Gemüse zum Beispiel? Die Ernte von einem Hektar Bananen oder Tomaten
könnte ich für 960 Euro verkaufen, aber die Produktions- und Transportkosten sind fast 1550 Euro. Das bedeutet, ich würde bei jeder Ernte 600 Euro Verlust machen. Bei der Coca-Paste fallen diese Transportkosten schon mal weg. Ich kann die 12 Kilo Coca-Paste einfach im Rucksack mitnehmen. Bei Coca mache ich keinen Verlust, sondern habe pro Ernte einen Gewinn von 2100 Euro. Reich werde ich damit nicht, aber ich kann damit meine Familie ernähren. Eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, war Coca zu kauen, weil das soll auch so belebende Effekte haben. Also viele Leute, tja, also wenn die Pflanze auch so einheimisch was. Machen das anscheinend. Das heißt, rein damit. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Ich hoffe, dass er voll Erlaubnis gekriegt, jetzt nicht aufs Maul, weil er Kokain geklaut hat. Schmeckt nach Pflanze. Wie Salat oder so. Wie würde dein Leben ohne Coca aussehen? Ohne Coca müsste ich vielleicht in der Stadt betteln oder wäre in irgendeiner kriminellen Gruppierung. Hast du denn schon mal Kokain konsumiert? Nein, ich habe noch nie Kokain genommen. Was denkst du über Kokain als Droge? Kokain ist eine Substanz, die der Gesundheit schadet und abhängig macht. Es hat einen negativen Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Aber wir sind Bauern. Es ist die einzige Alternative, die wir haben. Was denkst du über den Fakt, dass ein Gramm... Ich glaube, der Aufwand ist zu groß, weil die Pflanzen so ja nicht bei uns wachsen. Ja gut, aber ich meine in Gewächshäusern, ich glaube, das wäre jetzt im Vergleich und dann die ganzen Transportwege mit eingerechnet. Und vielleicht einfach die Steuern, das Problem. Müsste man ja irgendwie das Geld auch waschen in Deutschland. Ah. Ich weiß nicht. Kokain in Europa, in Deutschland zum Beispiel, 60 bis 80 Euro kostet. Nun ja, wir sind das erste Glied in der Produktionskette und wir sind eben diejenigen, die am wenigsten verdienen. Während ein Gramm Kokain in Deutschland 60 bis 80 Euro kostet. Inflation, ey, ich habe 50 Euro als Preis im Kopf. 20, wenn du wirklich richtig ranziges Zeug nimmst. Inflation. Verkaufen Bauern 1 Gramm ihrer Coca-Paste für umgerechnet 58 Cent. Das ist schon krass. Irgendwie finde ich das gute Gewinnmarge. Einfach. Na gut, die ganzen Transportkosten, das Risiko beim Schmuggel, kann ich schon verstehen. Dann nochmal der Dealer, der bezahlt werden will, der Oberdealer, der bezahlt werden will. Diese Pflanze dafür verantwortlich ist, dass es so viel Leid auf der Welt gibt und so viel Krieg, so viele Menschenleben, die da irgendwie mit involviert sind. Und das ist einfach nur eine Pflanze. Es ist schon irgendwie absurd. Das Kokain-Business hat viele negative Auswirkungen auf die Menschen hier, die Umwelt und auch die ganze kolumbianische Gesellschaft. Ich fand schon krass zu sehen, dass vielen Menschen hier einfach gar nichts anderes übrig bleibt, als Koka anzubauen. Und dabei riskieren sie unter harten Arbeitsbedingungen nicht nur ihre Gesundheit, sie leben auch in ständiger Angst vor möglichen Übergriffen durch den Staat. Aber wie ich hier gesehen habe, ist es gar nicht mal so leicht, eine Lösung für die ganze Situation zu finden. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal hinter die Kulissen von so einer... Also, was wir gelernt haben, kauft Kokain. Guckst euch richtig fett zu, Leute. Damit ihr die Bauern da unterstützt, Gott. Ich sag, mein Humor ist kaputt mittlerweile. Plantagen zu schauen, auch wenn es eigentlich gar nicht so spektakulär war. Weil war trotzdem ein nice Video. Halt, was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal. Lasst gerne auch bei mir ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare was Nettes, Leute. Bis dann. So, Twitch, heute sind wir richtig fleißig. Wir haben schon richtig viele Reactions heute aufgenommen. Na gut, ich muss halt jetzt das Wochenende auch vorproduzieren. Weil ich nächste Woche arbeiten bin, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Da muss sowohl Gaming-Content für den Gaming-Kanal vorproduziert sein, was ich mittlerweile habe für die ganze Woche, bis auf Multiplayer-Spiele. Und für den Reaction-Kanal, wo es mittlerweile auch ganz okay vorproduziert ist. Ich hätte noch ein paar Videos auf Lager. Allerdings will ich eben gucken, was hier so gut riecht. Es riecht irgendwie nach Pizza. Wie wird Deutschland in Zukunft auch sein? Und moin. Bin gleich wieder da. Moment. Wir gucken, ob es so geil riecht.
So, da bin ich wieder. Das war Knoblauch, was so gut gerochen hat. Mein Bruder hat sich Reis mit meinem Knoblauch gemacht. Der Geruch in der Nase. So. Würde ich sagen, wir könnten noch ein Video gucken. Was gucken wir denn? Ich hab so viele Videos in der Warteliste. Mann. Mann. Komm, wir gucken uns ein Weintesting an. Ist doch Wein gewesen, oder? Von Peter und Anise Duck. So. Wo kommt denn der scheiß Husten? Habe ich mich gerade verschluckt, oder was? Ist ja grässlich. Hey Leute, heute gehen wir auf teuer versus billig. Schmeckt mein Unterschied eigentlich? Betrinke ich mich nur mit Peter von Annie the Duck. Rein da. Auch nicht, ich finde Wein ganz ekelhaft. Aber wir werden. Ich finde Wein auch ekelhaft, bin ich ehrlich. Ich trinke lieber Wodka oder Korn. Heute alle möglichen Weine. Wenn es sein muss, Mümmelmann oder Jägermeister. Testen von billig bis teuer. Ja, aber Alkohol. Wirklich, die Musik war geil. Valentine. Erstmal Werbung, super. Startet ja gut. Nutzt für die Werbung zu sagen, dass ich täglich live auf Twitch bin von 18 bis 20 Uhr. Alkohol ist ja drin und das wiederum ist gut. Ja. Alkohol. Kennt ihr diesen Song von Jürgen von der Lippe? Nach den meisten Mixgetränken kann ich nur das eine denken. Alkohol setzt Kräfte frei. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Gott muss besoffen sein. Also ich zumindest. Ich gucke momentan sehr viel so Lifestyle-Content wie das da. Ich habe sehr viele Ideen, was wenn Kollegen und Streamer mal wieder zu Besuch sind, was ich mit denen machen kann. Auf jeden Fall, ich habe noch nie und irgendwelches Essen oder Alkohol testen. Und vielleicht auch so ein bisschen Wein oder Pflicht oder sowas. Also oder wer würde eher? Ein Glas Wein trinken, dann bin ich dead. Aber ich muss dir dann zuordnen und du auch. Wir kooperativ ist das? Ja. Okay, wir sagen dann, ist der ist billig, der ist mittelteuer oder der ist teuer? Genau, billig ist 1 bis 3 Euro. Mittelteuer ist 3 bis 10 Euro und teuer ist über 10 Euro. Ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Ich bin bereit. Bring uns den Wein. Die Gläser sind viel zu voll, Jules. Wieso? Echt mal, wieso sind die so voll? Hey, das ist doch voll wenig. Also, ich war mir nicht sicher. Was? Ich mag keinen Wein, aber den kleinen Schluck würde sogar ich runterkriegen, ohne zu würgen. Ich kenne mich nämlich gar nicht mit Wein aus. Ich habe jetzt erfahren, dass trockener Wein... Man macht übrigens nicht so die Nase rein, sondern man wedelt. Ja, so der Wein ist, den man so verkosten würde. Trockener Wein ist der beste Wein, ja. Ich habe nur halbtrockenen. Bah, das stinkt nach Hefe. Moment, wir haben jetzt hier heute nur halbtrocken. Wir haben heute nur halbtrocken. Einfach, um die auch miteinander vergleichen zu können. Peter innerlich dead. Meine Freude hat sich gerade stark verringert. Okay. Bah, das stinkt. Ich finde Wein so eklig. Ach so. Tschüss. Boah, ich hab gar keinen Bock. Was machst du? Das macht man so. Ich bin besoffen. Oh Gott, ich muss Anni anschreiben. Ich muss mit Anni Korn-Testing machen. Das wäre geil. Ich ersticke, wenn ich das mache. Der schmeckt scheiße. Ich sag, der ist teuer. Ich sag, der ist billig. Das hat ja schon mal gut. Wir machen das kooperativ. Okay. Der schmeckt nach gar nichts. Dürfen wir, also wir müssen das jetzt entscheiden, ohne dass wir irgendeinen Vergleich haben. Weil damit ist der erste Wein der offiziell schwerste Wein. Ja, safe. Aber auch der leichteste, weil wir noch am wenigsten besoffen sind. Aber wenn du sagst billig und ich sag teuer, ist er mittelteuer. Dann ist er mittelteuer. Wir sagen mittelteuer. Wir sagen mittelteuer. Der ist mittelteuer. Oh! Yay! Hammer! Wie teuer das war hat der? Geknallt! Das ist ein Frischenet Mia aus Spanien für 4,49 €. Das ist mittelteuer? Also ich weiß, ich habe schon mal Wein gekauft im Tetrapack für irgendwie unter 1 Euro, 2 Liter. Das ist billig, aber was ist denn, wenn das dann mittelteuer ist, dann will ich gar nicht wissen, was sind denn die teuren? Ich dachte, teure Weine sind so, ich meine, die haben Geld, teure Weine sind so 100 bis 1000 Euro und was ist dann mittelteuer bei denen? 4,49 €, ist schon teuer für einen Wein.
Aber Freshenet ist jetzt auch nicht dafür bekannt, guten Wein zu machen. Also ich mag ihn auch nicht, aber ich werde jetzt alle nicht mögen, weil die alle halbtrocken sind. Hm. Ist das ein Unterschied? Ist halbtrocken, ist trocken? Ich kann nicht mehr reden. Ich bin besoffen. Du bist wirklich besoffen? Katastrophe. Ist nicht trocken, einfach nur... Ich spucke von mich hin. Ohne Scheiß, du hast voll auf den Tisch gespuckt. Es tut mir so leid. Ich habe einen Schluck Wein getrunken, Peter. Es ist vorbei. Aber heißt trocken nicht einfach nur bitterer? Nee. Weniger fruchtig, jetzt oder? Können die Leute, die Ahnung haben, das erklären. Aber ich habe keine Ahnung. Aber das heißt nicht geil. Einfach nur bitterer. Ich kenne mich mit Wein auch so gar nicht aus. Bin aber auch kein Weinliebhaber so halt. Trockener Rotwein ist der, der dann deine Zunge pelzig macht. Geil. Also müssen wir geil. Mal eine Verkostung machen, nur mit trockenem Wein. Oh yeah. Da gibt es nämlich richtig teure. So 100 ja. Euro und mehr. Ja. Habe ich gestern getrunken. Und? Hätte ich nicht erkannt. Also, das war schon mal richtig. Also, 1-0 für uns. Die nächsten Gläser, bitte. Oh mein Gott. Rein da. Prösterchen. Prösterchen. Erstmal eine Geruchsnote. Da muss man sich auch nicht zurückhalten. Der schmeckt. Irgendwie ist die Musik. Ich habe den Kommissar gesagt so. Und das ist sie auch irgendwie, aber irgendwie schaffe ich es nicht im Takt da zu sein heute. Ja, irgendwie so gut. Ist das, wetten wir das jetzt der teure? Mit sicher, dass das der teure Wein. Ich muss sagen, teurer Wodka schmeckt mir oft nicht. Schmeckt halt nicht das Definitionsbild. Der Definitionsbild ist das Geile dran. Der schmeckt ja voll sauer. Der schmeckt trocken, oder? Nee, der schmeckt nicht trocken. Der schmeckt einfach nicht Scheiße. Gut. Der schmeckt wie Arsch. Ich würde sagen, der ist billiger als der davor, weil der mir schlechter schmeckt. Dann ist jetzt meine, so gehe ich da jetzt an die Sache ran. Sag mal, billig? Ist er billig. Wir sagen billig. Das ist ein Baden-Affenthaler Sperrwunder. Scheiße, ich glaube, der ist nicht billig. Das Ortenauer Weinkeller aus Deutschland. 5,99 Euro. Mittelteuer. Billig. Mittelteuer belassen. Wie haben sie denn die Grenze festgelegt, was billig ist und was mittelteuer? Oder es macht ja auch einen Unterschied, ob in so einer Flasche ein halber Liter drin ist, ein Liter, oder ob es ein 5 Liter Kanister war. Würdest du sagen, zu einem Vino sage ich Nino? Wärst du so jemand? Nein. Nein. Weil ich sage No zu Vino. Oh, was, wozu sagst du, ich kann nicht mehr reden. Wozu Bier. Sagst du Nino? Wozu sagst du Nino? Bier. Bier, wusste ich. Also, wusste ich bei Peter. Ich kenne nämlich Velox. Ist halt auch gelogen, weil ich trinke ja nicht zum Frühstück Bier, außer ich bin in Bayern, aber da ist das normal. Zum Beispiel Bayreuther oder Tegernseer oder Augustiner. Sagte das irgendwas, was ich gerade gesagt habe? Ja, okay. Ja, Bayreuther habe ich letztes noch getrunken. Und? Fand ich lasch. Lasch? Wieso, was magst du von Bier? Ich mag, Bier muss entweder süß sein oder lasch. So bitteres Bier mag ich nicht. Starkbier. Bist du kräftiger aus Bier? Jever. Mein Lieblingsbier ist... Zum Beispiel so ein Pilz. So ein Krombacher Pilz mag ich jetzt nicht so. Wobei ich sagen muss, wenn ich angeheitert bin, ist es mir scheißegal, dann schmeckst du eh nichts mehr. Das Leff. Leff aus Belgien. Mm. Richtig lecker auch. Das Dunkle das, davon. Das Dunkle auch noch davon. Du bist ja komplett irre. Das ist das leckerste Bier auf der Welt. Okay, nee, das finde ich nicht so gut. Das hat dann auch so Kaffeenoten, aber du liebst ja auch Kaffee. Ja, das hat so richtig, das ist richtig malzig und ja. So dunkel und so warm. Muss ich nochmal ein Bier? Bier-Review. Ich weiß nicht, was das ist. Einfach eine allgemeine Alkoholreview. Dann einfach saufen bis zum geht nicht mehr. Ich hab das jetzt einfach nachgemacht. Das bedeutet, dass du schwul bist. Aber ist okay. Okay. Heute ist das okay. Okay. Unser nächster Wein. Oh, von der Farbe. Arme Honey heißt seine Frau, ne? Arme Honey. So sieht der aber teuer aus. Ja, würde ich auch sagen. Ich brauche auch ein Format, wo ich mich einfach besaufen kann. Hat jemand Ideen für ein Saufformat? Dann immer her damit. Vorzugsweise einfach, wo man alleine saufen kann mit der Cam. Ich bin alles scheiße. Der ist ja total leicht. Bombastic Side-Eye. Criminal Offensive Side-Eye. Finde ich. Oder lässt schon meinen Gaumen nach. Weil er irgendwie gelähmt wird durch Alkohol. Ich finde, der schmeckt sauer. Ja, ich muss sagen, ab einem gewissen Alkoholpegel schmecke ich auch nichts mehr. Schmeckt wie so richtig billige Plöre. Ich wette, dass der Tetra. Wir haben einen Tetra-Pack Wein dabei. Ich wette, das ist der Tetra. Der Tetra-Pack. Nee. Also, ich bin auch so bei dir. Ich finde den auch nicht so gut. Ich würde sogar sagen, auch billig. Tetra-Pack Wein billig. Tetra-Pack Wein billig. Wir sagen billig. Wir sagen billig.
Scheiße, es ist nicht Tetra Pak. Das ist ein Tempranillo aus Spanien. Billig! Wann ist denn billig bei denen und wann teuer und wann mittel? Das haben sie nicht vorher definiert oder habe ich das verpasst? Das für uns. Oh je. 2 Euro. Ich check's nicht. Aber nur wenn wir zu zweit antreten dürfen. Keine Ahnung. Wofür macht man Weinverkostung dann? Um zu entscheiden, ob man den Wein kauft, ne? Man nicht für Wettkämpfe, dass man das errät. Nicht alles im Leben ist ein Wettkampf. Doch. Doch, ja. Man kann alles zum Wettkampf machen, wenn man zielorientiert arbeitet. Nächster Wein. Schenk mir ein nächsten Wein. Mag kein Wein, aber das reimt sich. Nein, stopp, was habe ich getan? Dass meine Haut rot sieht. Nein, ich bin inkompetent. Dank Rosamin. Getönte Tagespflege mit dem 5-fach Wirkkomplex. Einfach auftragen, wirkt sofort. Mit tiefen Power aus der Natur. Medizinische Pflege, Tönung und Lichtschutz in einem. Rosamin, von Hautärzten empfohlen. In ihrer Apotheke. Nicht ever. Wo waren wir? Ist nicht trocken, einfach nur. Nein. Dann ist jetzt meine, so gehe ich da jetzt an die Sache ran. Ich würde sagen, der ist billiger als der davor. Nee, der schmeckt nicht trocken. Der erstmal Geruchsnot. Nicht zurück. Jetzt wenden wir das jetzt, der teure. Ja, da waren wir schon. Weil der mir schlechter schmeckt. Dann ist aus Deutschland, 5,99 Euro. Mittelteuer. Wozu sagst du? Weiter. Also die Biertalk. Criminal of. Das ist der wir haben einen Tee so gut. Da haben wir Tetrapack gedacht, da sind wir ungefähr. Billig! 2-1 für uns! Oh yeah! Oh yeah! Wir sollten auf Wettkämpfe gehen. Gibt aber nur wenn wir beim Wettkampftalk waren wir. Wofür macht man Weinverkostung dann? Wenn man nicht für Wettkämpfe. Ein Stück. Madeira-Wein. Ja, das ist der Madeira. Da ist der Madeira-Wein. Also auch, wässrig. Ich kann auch nicht als Wein bezeichnen. Ich sage immer nur Madeira dazu. Sieht wässrig aus. Was ist der Filter? Ich bin gepostet, sorry. Aber der ist lecker. Das schmeckt aber eher wie so ein Likör. Du bist aber auch voreingenommen wegen Madeira. Ja, aber ich mag Madeira-Wein, weil der nicht so weinig schmeckt, sondern so likörig schmeckt. Ist gut zum Dessert, ist gut zum Kochen. Wird ganz häufig bei Soßen benutzt, Madeira. Ja, total häufig. Jetzt ist die ich weiß nicht. So, ein Wein zum Kochen, da mag ich schon diesen ekligen Wein, weil das dann, weil der Geschmack zurückbleiben soll, dieser eklige Weingeschmack für Soßen und so oder Braten. Und zum Dessert will ich was schön Süßes. Die Frage, ob der teuer ist oder nicht, keine Ahnung. Madeira schmeckt für mich immer gleich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist billig. Nee, billig ist er nicht. Safe. Unter 3 Euro mit Sicherheit. Du kriegst doch hier nicht Madeira für unter 3 Euro. Aber den haben wir aus Madeira mitgebracht. Den habt ihr mitgebracht? Mhm. Dann bist du hier Profi. Ich schließe mich einfach an. Ich würde es aber sagen, das ist nicht billig. Aber okay. Wir sagen billig. 15 Euro. Oh, 15 Euro. Die Frage ist, ist 15 Euro jetzt teuer oder mittel in den ihren Augen? Euro, das war der teuerste. 15 Euro ist das teuerste? Das ist doch ein Scherz. Die haben doch Geld, warum kaufen die nicht wirklich teuren Wein? 15 Euro kriegst du doch sogar im Lidl, wenn du willst. Das ist doch nicht teuer. Das können sich normale Menschen kaufen zu besonderen Anlässen. Also ist doch teurer gleich leckerer. Also bei unserer bisherigen Verkostung, und das ist ja quasi wie so eine wissenschaftliche Studie. Im Prinzip, ja. Ja, genau. Haben wir das jetzt schon fast bewiesen. Mhm. Also wir haben noch 5 Weine, glaube ich. Scheiße. Ich weiß, dass du so reagierst. Das ist lecker, würde ich aufdrängen an deiner Stelle. Ich bin Alkoholiker. Ach so. Dann würde ich es nicht tun. Dann würde ich es erst recht nicht tun. Oh mein Gott. Dankeschön, nächster Jules. Nächster Wein. Nicht jetzt schon. Nicht so gut. Dachte ich auch scheiße. Mein Nas juckt. Und? Anni macht jetzt auch die Luftnummer. Ey, bei so einer Weinverkostung, wenn du so deinen 100. Wein getrunken hast, kannst du doch nicht mehr ernst bleiben dabei. Du spuckst doch die ganze Zeit den Wein doch noch vor Lachen. Ich würde sagen, der ist Mittelklasse. Ich glaube auch. Der ist nicht billig. Der könnte sogar vielleicht etwas höherpreisiger sein, aber ich würde sagen Mittelklasse. Irgendwo zwischen 3 und 10 Euro. Wir sagen Mitte. Ein Medinette Rouge aus Frankreich. Das ist ein Liter, der ist 3,79 €. Das heißt 3 Euro. Das ist ein billiger. Ja, aber das habe ich auch nicht geschmeckt. Ja, dann sag das doch. Ja, meine Geschmacksknospen. Hä? Das erzählt sie? Sinn, ja, dachte ich mir auch. Da gibt ja keinen Sinn, was sie erzählt. Ja, keinen Sinn. Ich glaube, das wird sein. Oh, der ist so recht durchsichtig. Ja, das ist irgendwie. Ja, sehr wässrig. Wasser, in dem so ein bisschen Lebensmittelfarbe drin ist. Das ist der Tetra.
Ich weiß nicht, Tetrapack-Wein hat immer eine sehr intensive Farbe und intensiven Geruch, weil die einfach scheiße viel Zeug reinkippen. Das ist der Tetrapack-Wein. Du hast versprochen. Schön Farbe und Co. That's what she said. Rein damit. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Dann muss es der Tetrapack-Wein sein. Der ist halt auch einfach wieder nicht so geschmacksintensiv. Was würdest du denn sagen? Wenn er lecker ist, wäre er dann ja teuer. Oder würdest du sagen Mitte? Das Ding ist, ich glaube, teure Weine schmecken scheiße. Weil ich glaub, aber das da Teuerste, ist so, was wir bisher getrunken haben... Naja, ist ja, ich nehme an, das ist wie bei allen Sachen. Die teuren Sachen schmecken scheiße, wenn du es nicht gewohnt bist. Brauchst du die Erfahrung für. Zum Beispiel auch teures Fleisch, so Steak zubereitet, schmeckt einfach dem normalen Menschen widerwärtig. Ja, weil einfach roh ist. Wer will ein rohes Fleisch fressen, außer bei Mad Eagle? Beste. Das stimmt. Deswegen ergibt das keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Das stimmt. Da würde ich auch sagen, teuer. Dann sagen wir teuer, Jules. Oder was hast du für ein Gefühl? Ich habe das Gefühl, dass das billig ist. Das ist der Es ist der Tetrapack! Ah! Ich hab's gesagt! Ich bin so ein billiger Gaumen, Alter. Das ist krass. Ein billiger Gaumen braucht nicht viel zum Staunen. Ich hab heute voll die dummen Weisheiten von mir. Ich hab's drauf. Wein aus der EU. 99 Cent. Ganz ehrlich. Geklaut. Ich fand den am leckersten. Wie viel ist das? Ein Liter? Zwei? Wie viel ist da drin im Tetrapack? Für einen Euro sich zuschütten? Am leckersten lecker als den Madeira? Nee, aber der Madeira war noch so viel stärker. Ich sag mal, das ist kein Punkt für uns leider. Aber wenn ich gecallt hätte, schon. Warum hast du denn dann nicht gesagt vorher? Ich habe gesagt, wenn dir der schmeckt, muss das das Tetrapack sein. Und es war korrekt. Es war korrekt. Stößchen. Ich hab dich angeguckt, verdammt. Verdammt. Ist schon wieder 7 Jahre schlechter Sex. Nein, das hört nie auf. Oh Mann. Die ganzen Saufsprüche, sowas wie, wenn man sich in die Augen guckt, passiert das und das. Schöne Frauen stößt man von unten, was das nicht alles gibt. Weiß ich nicht. Muss ich nicht haben. Okay, also so im Mund damit. Also, oh. Boah, das war knapp. Also ich finde den auch nicht geil. Aber dadurch, dass wir jetzt schon 2 billige haben, würde ich trotzdem Mittelklasse sagen. Ich auch. Wir sagen Mitte. Ich präsentiere euch einen Tiliani Valley aus Georgien für sage und schreibe 15,95 €. Ja, ist aber halt alles so billig oder Mittelklasse. Ist jetzt kein wirklich teurer dabei. Das ist ein KDW-Wein. Das ist der Wein aus dem KDW, der einzige, den sie hatten in Halbtrunken. KDW heißt Kaufhaus. Ich kenne nur KDW nur aus Minecraft für Kaufhaus des Wahnsinns auf einem Minecraft-Server. Das ist auch im Real Life scheinbar. Man kann da scheinbar einkaufen, also ja. Und naja, fand der ich teuerste so halbtrockene Wein. Wenn du da ja, teuerste halbtrockene Wein. Das ist ja unsere Skala. Ja. Ich fand ihn so ekelhaft, dass als ich ihn richtig geschmeckt habe, ich fast kotzen musste. Und beim Tetrapack hast du gesagt, oh, der ist ja. Oh, ja, ist wirklich. Ja, teurer ist halt nicht immer gleich besser. Wie viele haben wir denn noch? Zwei. Das halten wir aus. Scheiße, Peter. Ja, Anni, wo sind wir da reingeraten? Wo sind wir da reingeraten? Weiß ich auch nicht. Oh, der sieht teuer aus. Der ist so kräftig in der Farbe. Achtung, da ist ein Haar. Okay, das hat nicht funktioniert, ich hab's nicht getroffen. Es hat sich geteilt. Das Haar, Jesus. Moses. Tschüss. Oh Mann. Okay, der riecht ja ganz anders. Ich finde alle beide ekelhaft. Ich finde den langweilig. Der ist irgendwie so... Der macht mich nicht traurig, der macht mich nicht glücklich. Welchen würdet ihr denn trinken, um euch einfach nur zu besaufen? Das ist die Frage. Der macht mich nur betrunken. Der ist ein billiger. Dann ist es der Gute. Da ist nichts drauf. Nee, ich sag Mitte. Mitte. Ich geh mit deinem Gefühl. Wir sagen Mitte. Mitte. Herbon aus Frankreich für 6,99 €. Okay, 6,99 € sind scheinbar Mitte bei denen. Ein letzter, das Finale, Grande Finale. Ich kann nicht mehr. Ein runter damit. Einer geht doch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Diese Musik immer und der Filter. Boah, der riecht ja krass. Hey. Krass? Ich finde, der riecht krasser als die anderen.
Den finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht bin ich auch betrunken. Aber den finde ich gar nicht schlecht. Der ist eher so auf der trockenen Seite. Ja, meine Zunge ist ein bisschen pelzig davon. Genau. Ja, ekelhaft. Oder bin ich allergisch? Nein, das ist das... das so muss es sein. Das mache ich nicht nochmal, das war schrecklich. Ich finde den gut. Echt? Ja. Also ist er teuer, wenn du ihn gut findest. Ja. Das ist jetzt wieder eine Falle. Aber wir sagen trotzdem teuer, okay? Mhm. Wir sagen teuer. Wir sagen teuer. Das ist ein Primitivo di Manduria. Deswegen mag ich den. Italien. 10,49 €. Yes! Okay, das ist teuer. Guck mal, du hast einfach einen teuren Gaumen und einfach einen billigen Gaumen. Nein, der teuer. Ja, Peter ist teuer, Anni ist billig. Oh Gott. Ja. Aber Peter ist ja auch so ein Snob, ne? Das ist normal, dass der teuer ist. Heute Abend mochtest du auch gerne, den Madeira. Und Primitivo ist mein Lieblingsrotwein. Krass, ey. Ich glaube, wir sind echt krass gut im Weineraten. Weiß ich nicht, hat jemand die Punkte mitgerechnet? Ja, sind die eingeblendet. Liebe Leute, lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt. Ja. Das haben wir bei Pizmi noch ein Pizmi. Wisst ihr was? Wir haben so viele Anis Duck, wie es mit Zeit gucken. Lasst wirklich mal ein Abo da und ein Like. Und könnt ihr auch gerne bei mir tun. Ich würde mich drüber freuen. Sein Video auslaufen lassen hier im Hintergrund. Die Watchtime. Ja. So, was können wir jetzt gucken? Es gibt so viele. Es gibt noch ein Pizza mit Kocht. Wenn wir das dann geguckt haben, sind wir aber für heute schon durch mit der Zeit. Sollen wir Pizza mit Kocht gucken, Leute? Meinem Chat ist gerade eh nicht viel los, es juckt euch vermutlich nicht, ob ich Pizza mit Kocht gucke. Dann habe ich Pizza mit Kocht geguckt. Ja. Nice. Dann gucken wir jetzt Pizza mit Kocht. Hey Leute, wir gucken mal wieder Pizza mit Kocht. Und zwar kein Rezept, kein Problem. Pizza mit Kocht, ich nehme an, es hat wieder einer das Rezept oder hat diesmal keiner das Rezept. Wir wissen es nicht. Dafür müssen wir es jetzt gucken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizmeat kocht. Heute ist die Folge... Christians Haare werden auch immer länger. Unter anderem mit dem ärmsten Hund der Welt. Da. Sieht auch ein bisschen... Ach komm, ich habe gerade über den Hund gelacht. Diese Werbung ist jetzt einfach Karma, weil ich den Hund ausgelacht habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Emma hat einen kleinen Cut über dem Auge, die wurde da operiert, alles gut verlaufen, ist alles nicht, aber die muss dieses Ding tragen. Essen ist übrigens auch nicht drin, die hat auch was in den Zähnen gemacht bekommen. Also, wie lange darf die dann nichts essen? Heute gibt's leider nichts für dich. Aber egal, dafür gibt's umso mehr für mich. Heute haben wir wieder keine Ahnung, was denn das Rezept sein wird, außer der Jay. Okay, jetzt auch wieder Head of Fresh. Ich bin gespannt. Denn wir kochen mal wieder zusammen mit HelloFresh, die wieder einmal... Super, ich verdecke das halbe Logo. ...Partner und Sponsor dieser Folge sind. Da oben steht vielleicht Werbung. Oder vielleicht da oben steht Werbung. Es war das Erste. Gesponsert von unserem wunderschönen und charmanten Partner HelloFresh. Ihr wisst es, wie es wieder läuft. Oder vielleicht habt ihr die anderen Folgen auch schon gesehen. Ist es eigentlich nur so mein Empfinden oder ist Jay irgendwie immer der Bad Boy bei Pizmeat? Es könnte daran sein, weil ich Pizmeat DSA mir jedes Jahr zweimal reinziehe und da Jay einfach der Bad Boy ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Jay ist schon der Bad Boy in der Truppe. Es ist wieder so, dass einer von uns ein Rezept aussuchen kann und das nach HelloFresh nachkocht. Und die anderen Jungs müssen versuchen, daraus aus den Zutaten, die auch von HelloFresh geliefert wurden, etwas zu zaubern. Sie kennen allerdings das Rezept nicht. Okay. Heute kochen wir Hackfleischbällchen in... Sind das die mit Käse gefüllten? Wenn ja, habe ich die auch mal gekocht. Ich habe schon mal verschüttet, da war es Hackfleischbällchen in so einer Soße dabei, so ähnlich, mit so einem Püree, Kartoffelmöhrenpüree. Aber die war mit Käse gefüllt. Sind das dieselben? Senfsoße mit buntem Gemüsereis. Keine Senfsoße und kein Reis. Schade. Waren aber lecker. Ich wollte ein Kochvideo machen. Ich glaube, ich habe es nie geschnitten und hochgeladen. Mann, das passiert mir auch immer wieder. Die Frage ist, was ist HelloFresh überhaupt? Für die, die es noch gar nicht kennen, das ist ein sehr cooler Service, wo man Kochboxen nach Hause... Leider waren halt meine Sachen schon sehr schnell abgelaufen, die ich da geliefert bekommen habe. Das hat halt nicht für die Woche gereicht, für die es reichen sollte.
weil die Hälfte vergammelt war am zweiten Tag oder am dritten. Liefert bekommt, wo schon das Rezept und alle Zutaten dabei sind und man dann sozusagen nur noch frisch zubereiten muss. Also der ganze Stress vom Einkaufen und sich Rezepte überlegen fällt weg. Und das ist ganz cool. Hanni und ich nutzen das auch. Und die Zucchini, die dabei war, war beschädigt und ein paar andere Sachen auch. Und im Großen und Ganzen fand ich es nice. Außerhalb dieser Kooperation. Und die Sachen haben nicht ganz so funktioniert, die Rezepte, aber gut, das ist ein anderes Thema. Um zum Beispiel neue Ideen zu bekommen für vegetarische oder vegane Sachen, die gibt es da nämlich. Aber Omnivore mit Fleisch und Fisch gibt es da genauso. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Nur gerade was vegetarische oder vegane Sachen angeht, haben wir einfach noch nicht so eine Liste von Sachen, die man machen kann. Ich habe mittlerweile so viele. Also das koche ich dann jetzt die Tage. Gobi Masala. Ich habe die Rezepte auch noch irgendwo rumliegen, 3-4 Stück. Indisches Curry mit Blumenkohl, also es ist sehr, wie nennt man es, vielfältig. Letztes Mal habe ich mir Seehecht mit Tomaten-Zucchini-Gemüse geholt. Seehecht hatte ich auch und der war halt das Problem, der ist komplett zerfallen in der Pfanne. Und das lief gar nicht so, wie es sein sollte. Ich sammle die auch mittlerweile alle, dann kann man die im Zweifel nochmal nachgucken. Da waren so schöne Kühlpacks dabei, aus Wasser einfach. Die habe ich, glaube ich, ewig noch behalten gehabt. Wenn ihr mal eine Woche im Urlaub seid oder wie auch immer, und so, könnt ihr unsere Stoffbeutel zum Isolieren war auch ganz cool. Okay, ich pausiere das dieses Mal, das Abonnement quasi dann für eine Woche oder zwei. Und dann könnt ihr dann nach dem Urlaub dann wieder ganz entspannt euch weiter gute Werbung. Bekochen. Nicht bekochen lassen, sondern beschicken lassen mit leckeren Sachen. Kochen müsst ihr noch selber. Nicht, wenn man eine nette Freundin hat oder einen netten Freund. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, du kriegst das ja, wie gesagt, in einer großen Box angeliefert und die muss ja dementsprechend auch gekühlt werden. Und du hast hier quasi so ein Kissen zu kühlenden Sachen. Ja, genau, so ein Stoffbeutel hatte ich auch. Die sind schon cool. Quasi drin sind. Das kannst du komplett in den Papiermüll werfen, dieses Kissen, oder du kannst damit schlafen. Ja, das behältst du. Je nachdem, wie du das halt möchtest. Und das in Papier, ich dachte, das wäre Stoff, sind Wolle. Noch so Kühlpads drin. Die sind komplett recycelt und kannst du im Zweifel halt auch. Wieso habe ich euch gerade erzählt, dass das dabei war, dass ich das cool fand, wenn er es nochmal erzählt? Das ist ja echt blöd gelaufen. Deine Blumen benutzen oder sollst du halt logischerweise. Ich geh mal nebenbei ans Handy, Licht anmachen. Die recycelten Verpackungen und die klimaneutralen Lieferungen sind halt schon ganz nice, muss ich sagen. Je nachdem, wie ihr quasi eure Portionen oder Menge aufteilt und welche Gerichte ihr euch bestellt, kostet eine Portion nur ab 2,33 Euro, was ehrlich gesagt schon fast an einer Mensa gleicht. Wenn ihr also Bock habt, ja, und Neukunde seid, dann haben wir einen Code für euch. Ich bin leider kein Neukunde mehr, ich habe halt schon mal bestellt vor einem halben Jahr, ja. HF Pete, da bekommt ihr auf eure... Halt Fresse Pete oder was? Was haben die gegen Pete, dass er die Fresse halten soll? Ersten 4 Boxen bis zu 90 Euro als Rabatt und inklusive der ersten. Mein Handy Box verbindet sich gerade nicht mit der Beleuchtung, das ist scheiße. Kostenfrei geliefert, so nicht lieferfrei. Ja, auch cool, einfach so gespawnt. Was sehr, sehr nice ist. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken auf die ersten 4 Boxen. Alles in der unten nochmal für euch zusammengefasst in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch da die Rezepte anschauen und vielleicht ist da auch was bei euch. Super, da mein Handy verbinden sie nicht mit dem Licht. Ja interessiert. Toll, kann ich da machen. Ein Gericht ausgesucht, bei dem wir haben einen Kräutermix bestehend aus Schnittlauch und Petersilie. Klingt erstmal lecker, schön kräftige Kräuter. Hackfleisch, eine Lauchstange oder Porree, Möhre, Rinderbrühe. Eine Möhre nur mal so ein Mäh. Cooking Cream, mittelscharfer Senf, Basmati-Reis, Zwiebel, Honig ist, war da nicht drin. Das ist noch der Gute vom Naturerlebnishof, wo wir unser Pfadfinderlager hatten. Kann ich mich dran erinnern, da haben sie den Honig auch direkt aus der Wabe gegessen. War cool. Was bei den Zutaten dabei stand, von den Sachen, die man benutzen darf. Aber mit dabei war noch körniger Senf. Ich hab schon vergessen, hat Jay schon gesagt, was gekocht wird? Weil wenn nicht, habe ich es vergessen. Das ist belastend. Hier da hinten. Salz, Pfeffer. Ich würde aber einfach alles zusammen machen zu einer schönen gebratenen Pfanne. So angebratener Reis mit schönem Gemüse drin. Lecker. Und Öl sind auch noch Sachen, Gewürzen und alles. Das würde nice schmecken. Ich hätte nämlich gesagt, wir machen aus dem Hackfleisch. Hack auch mit rein, alles passt perfekt. So eine schöne Reispfanne. Irgendwie so gesemmelbröselte. Stimmt, das waren diese Klößchenbällchen auf Reis. Hackbällchen. Ich hätte aber auch gesagt, wäre einfach eine geile Reispfanne mit allem zusammen. So Reis kochen, dann Gemüse kurz anbraten, dann Reis drauf, ne, erst Hackfleisch drauf, Hackfleisch durchbraten, dann den Reis drauf kippen, alles vermengen, geil. Frikadellen?
Da würde auch der Senf zu passen. Aber dann bliebe über die Rinderbrühe und der Basmati-Reis. Rinderbrühe ist halt auch sehr geil, um es halt in den Reis mit reinzukippen für eine Reispfanne. Das würde sehr gut passen, alles zu einer schönen, fettigen Pfanne zu machen. Okay, das können wir da drin kochen. Aber was mache ich denn hier mit dem Senf? Kommt das hier mit rein? Digga, weißt du was? Wir probieren heute mal richtig was aus. Honig in Frikadellen. Das ist ja wohl prädestinierend okay. Für geile Frikos. Und wenn ich dann auch noch Semmelbrösel sehe. Größeres Hackfleisch sehe ich ja auch. Das war bei mir auch so, das war ein sehr grobes Hackfleisch. War jetzt auch nicht unbedingt, hat geil geschmeckt, aber zum Verarbeiten, es hat nicht ganz so gut gehalten. Mega. Und Senf auch mega. Wobei Senf, glaube ich, doch eher zum Dippen von den. Tu mir Senf da rein? Ich würde Senf reintun. Ich würde alle Zutaten immer reintun. Nein, aber das ist, glaube ich, eher zum Dippen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann natürlich ich alles rein. Ja, mega. Also wir haben auf jeden Fall Frico. Ein Ei fehlt mir hier noch. Kann ich Frico auch ohne Ei machen? Ja. Aber das funktioniert auch. Ich finde sogar, geht ohne Ei besser vom Geschmack. So, neben Frico können auch, wir... Auch so Semmelbrösel mit rein fühle ich auch gar nicht. Genauso wie große Zwiebelstücke. Die müssen ganz klein zackt sein, sonst macht das ganze Struktur im Arsch. So eine leckere Soße zu ist den ist zumindest mein Empfinden. Müsst ihr nicht so sehen, aber es ist mein Empfinden. Ja, einem richtig leckeren Porree. Also irgendwie, also ein Laserschwert könnte ich mir bei mir auch schon vorstellen. Mhm. Und dann haben wir einmal die Soße mit dem... Um Sepp macht man sich ein bisschen Sorgen, weil Pizza kocht. Das wird, der wirkt immer ein wenig verwirrter, der Mann, mit jeder Folge. Gemüse. Das war das letzte Folge oder die Folge davor, wo du angefangen hast, Selbstgespräche zu führen beim Essen? Ich glaube ja, oder? Einkochen. Die Kräuter kommen auch in diese. Ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Wenn ich Semmelbrösel und Hackfleisch sehe, denke ich automatisch immer an Frikadellen. Ich mache Hackfleischbällchen in der Pfanne, brate die, hole die irgendwann raus und in dem Sud, der noch da ist, in dem Fett quasi, brate ich das Gemüse an. Dann reißt Dann lösche ich das ab mit diesem Sahneding, pack da die Rinderbrühe und Senf und Honig rein, um sozusagen daraus so eine cremige Gemüsebeilage zu machen. Und dann den Reis machen wir einfach so. Also, den macht er einfach so, den macht er nicht mit rein. Kochen, deswegen fangen wir ich hätte ihn halt mit reingemacht. Mit an. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel Reis das denn ist, weil ich mache immer halt einen soliden Cup voll mit Reis. Ja, einen guten Cup voll. Wir haben jetzt ungefähr, pass auf, so viel Reis. So bis da ungefähr haben wir Reis. Das heißt, okay. Ich mache jetzt so viel Wasser rein, bis der Reis plus so meine Fingerkuppe dran ist. Das ist jetzt unerwartet Kacke. Wenn der Reis schwimmt. Ja, das hier wird echt ein Experiment. Also Honig, Senf. Ja, Abmessverfahren lief so. Dann halt nach Augenmaß, passt. Frikadellen habe ich so auch noch nicht gegessen. Mit Semmelbröseln drin. Wow. Die Semmelbrösel. Dann kommt doch der Wow beim Zwiebelding. Bin ich gespannt. Ob er da auch Bock drauf hat mit der Binde um den Kopf. Mann, das hätte ich besser aufmachen können. Bin ich early. So, und den körnigen Senf. Also das ist ehrlicherweise von mir aus ein Experiment. Aber ich dachte mir, der körnige Senf kann nicht in das gleiche kommen wie der mittelscharfe Senf. Ein Mittel, ich weiß, Frikadellen kommt Senf rein. So, also warum nicht den körnigen Senf nehmen anstatt den mittelscharfen? Und da ich mit dem mittelscharfen Senf was Honig-Senf-mäßiges machen will, muss das jetzt halt mal hier mit reinkommen in unsere Hackfleischbällchen, ne? Ja, und die Kräuter will ich da eigentlich noch reinpacken. Wie Kräuter. Muss ich jetzt zerhacken. Fangen wir an mit Schritt 1 und zwar... So ein Piece mit Brett ist schon cool, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne Meinung, wenn ich vor Brett... Erhitze reichlich Wasser im Wasser. Aber ich würde meine Fresse, ich würde so eine Zeichnung von meiner Fresse drauf machen. Kocher, das sind 300 Milliliter, um genau zu sein. Das machen wir schon mal. Müssen wir unsere Karotte schälen. Das raspeln wir. Und zwar am besten... Kann ich das da alles schon reinpacken? Mega smart. Alles immer total safe hier. Ich glaube, den Porree muss ich auch in den Topf packen. Irgendwie habe ich das unterschätzt mit der Menge. Aber steht ja auch im Rezept einen großen Topf. So, dann die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Guck mal, Sammy, was hältst denn du vom Zwiebelschneider? Okay, Sammy hat eher Angst vom Zwiebelschneider. Ist nicht so wie bei Emma. So, das hat funktioniert. Sehr klein geschnitten. Scheiße, es zerfällt. Ich dachte, ich könnte mal irgendwas hier angeben und coole Skills zeigen, aber das kann irgendwie nur Peter. Frau Eieruhr mag auch gar nicht so gerne Zwiebeln. Ich muss sagen, ich lege Zwiebeln auch immer meistens, ich schneide sie grob klein, dann lege ich sie und mach so, dann hack ich immer drauf rum, bis es passt.
Deswegen, wir haben so ein ganz kleines Brettchen, da ist das mit Scheiße. Mit einem größeren Brettchen wird es, glaube ich, besser klappen, wenn ich Zwiebeln mache. Keine Ahnung warum, aber das fällt dir immer aber auf. Aber ungefähr so wie er mache ich es auch. Deswegen muss man die immer super klein hacken, damit das der nicht auffällt. Ich lasse mich. Ich mag die Struktur halt mehr, wenn sie super klein sind. Kurz scheiden. Kurz bin ich wieder frei, Leute, für alle, die jetzt den Moment nutzen. Wir präsentieren die Danger Sundaes mit soften Eiscreme-Topping und Stückchen und Soße und schönen Fairtrade-Zutaten und verschiedenen Sorten und einige davon vegan. Die Ben & Jerry's Sundaes. Disney Plus. Ob legendäre Superheldinnen oder Reality Queens. So viel mehr, als du erwartest. Jetzt auf Disney Plus streamen. Nutzen wollen, diese 2 Minuten. Dazu kommt ein bisschen mittelscharfer Senf. Achso, und mal Salz und Pfeffer. Oh, damit. Jay hat uns extra gesagt, was wir dürfen und was nicht. Da, was dürfen wir? Öl, Salz, Pfeffer, Wasser, Butter, Honig. Okay. Soll ich jetzt hier Honig reinmachen oder was? Eine Honig-Friko? Ach komm, weißt du was? Das ist für die süßeste Versuchung, seit es Hackfleisch gibt, Freunde. Ich mag Honig voll. Brötchen mit einfach Honig ist geil, aber eine Riesensauerei. Da bleibt immer irgendwas im Bart hängen und dann klebst du. Ich pack die Petersilie mit in unsere Fleischbällchen. Hier hinten die Dinger, ich hab gerade den übelsten Brainfart. Schnittlauch, genau. Nehme ich, um nachher drüber zu. Ich habe hier noch toten Schnittlauch rumstehen. Muss ich mal wegwerfen, da ist mir eine Pflanze eingegangen vor irgendwie einem Jahr. Träufeln, die Bumsen hier. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Kann ich aber sagen, woran es liegt so. Da war keine Erde drin. Ich habe die fertig gekauft, war keine Erde im Topf und ich habe das nicht gesehen und zack, eingegangen nach einer Woche. Einfach eine große Frikadelle. Würdet ihr für solche Arbeiten eigentlich euren Ehering ausziehen? Peter sagt nein. Ich habe keinen Ehering und ich werde vermutlich auch nie einen haben, also. Und wenn ich einen hätte, würde ich ihn nie tragen. Also vermutlich nö. Also zumindest denke ich mir das, weil ich esse immer super gerne Oh. Was hat er gemacht? Da ist gerade das Objektiv abgefallen. Boah, Sammy, das war mega knapp. Das war direkt neben dir. Aua! Und kaputt oder heile? Es ist Objektiv abgefallen. Und ein bisschen Katze klebt auch dran. Vielleicht hat Sammy doch getroffen. Haben wir jetzt eine Macke in der Fliege? Bisschen Katze klebt dran. Was klebt da dran? Das ist kleben. Bleibt Haare bleiben ja nicht einfach so kleben. Was klebt da? Die Nina bringt mich um. Nee, das ist Dreck. Okay, das ist Dreck. Ja, dann seht ihr mich halt nicht so fischaugig. Dann muss ich halt die Kamera ein bisschen weiter wegstellen. Geht auch. Ach du Kacke, das sind ja richtig viele Semmelbrösel. Ich hab vergessen, das Hackfleisch zu salzen. Jetzt müssen wir noch die Petersilie klein machen. Jetzt nehmen wir den heißen Topf, nehmen das Wasser rein, die 300 Milliliter, die ich abgerechnet habe. Dann kommt der Reis da rein. Das waren aber große 300 Milliliter, habe ich das Gefühl. Und das wird leicht gesalzen. Dann geht das damit in den zum Kochen. Und zwar 10 Minuten abgedeckt köcheln lassen. Okay. Ich habe nie verstanden, warum man hiervon meistens, also ne, benutzen Sie nur den grünen Teil, benutzen Sie nur den weißen Teil. Warum? Ich würde sagen, auf zur Pfanne. Einmal das Gemüse schon mal so ein bisschen anbraten. Wir sind schon Hälfte des Videos erst. Und die sind schon fast fertig, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, das ist ja ganz schön viel. Kommt denn dann noch? Ich habe mir das irgendwie nicht so ganz so gut durchdacht. Meine jetzt noch aufheizen, anrichten, fertig. So, da blubbert schon. Dann machen wir einmal Wasser. Und dann würde ich sagen, tun wir das hier zu unseren gerade. Ich muss sagen, Sachen im Brühe kochen auch immer ein anderes Geschmackserlebnis. Gemüsesachen. Was wir jetzt noch machen können. Hat er sich gerade erschrocken oder gefreut? Ich kann es nicht einordnen. Die Pfanne heiß wird, ist unser Gemüse vorzubereiten. So, alles, was jetzt noch folgt, ist quasi kochen, wa? Oder wie die Profiköche sagen, wichsen. Mhm. Aber sowas machen wir natürlich nicht. Ist ja wohl klar. Ist klar. Danach kommen die Karotten noch dazu. Keiner von uns wichst. Niemand. Abgelöscht wird das mit der Rinderbrühe. Mhm. Bevor dann die Senfkörner mit der Sahne dazukommen. Ah ja, der Schnittlauch. Nicht so, Boah, ich sterbe heute halb. Und dazu gesellt sich jetzt... Schrecklich. Das passiert mir sonst nicht. Aber ist eine Soße vorbereiten. In einem Gott, mein Humor ist echt kindisch. Ein hohen Rührgefäß. Echt ein kindischer Humor. Hier, dieser Messbecher, müssen wir 50 Milliliter Wasser. Mach ich schon mal das Wasser fertig. Die Sahne. So. Die Rinderbrühe muss da noch rein. Den körnigen Senf. Wir haben 2 Senfsorten.
Also den Körnigen da reinschmilzen. Ein Teelöffel Honig. Gucken, wie ich den da noch rausgequetscht kriege. Honig ist auch sehr, sehr lecker. Das gut verrühren, dass keine Klümpchen drin sind. Seid ihr eher so die Groß-Frico oder seid ihr eher so Mini-Frico? So groß, aber flach. Mini-Frikadellen mag ich sehr gerne, aber sonst groß, oder aber flach. Muss halt gut aus. Wenn es auch Brötchen ist, muss es gut im Mund passen. Seid, ihr solltet auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken, denn da gibt es einen Link zu HelloFresh, die richtig unter anderem so tolle Gerichte im Sortiment haben. Und mit dem ich weiß ja gar nicht, was das Gericht ist, aber okay. Halt die Fresse Pete's Meat, Pete. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, dass da Halt Fresse Pete's Meat kam. Guck mal auf die Idee. Oder Hurenficker Pete, das wäre auch irgendwie dumm. Warum haben die so einen dummen Code? HF Pete, der auch schon in dem Link mit drin ist, könnt ihr richtig satt sparen auf eure ersten Boxen. Also da gerne mal reinklicken. Julius macht im Moment auch immer kleine Fladen, weil wir, kennt ihr das Buch vom Maulwurf, dem auf den Kopf gemacht wurde? Ja. Da mussten wir, das mussten wir in der Schule, da haben wir die Bilder zu ausgedruckt bekommen. Dann mussten wir das erzählen in der Grundschule. Nacherzählung hieß das und wir hatten da diese Bilder als Hilfe und die haben wir uns so gezeigt und ja, das war eine Nacherzählung. Ja, das liest er im Moment total gerne zum Einschlafen und seitdem machen wir jetzt auch immer Fladen, weil da halt eine Kuh Fladen macht. Da werden die unterschiedlichen Arten von Kacke erklärt. Wir machen schon mal die Sahne rein. Da finde ich den Strubbelpeter als Kinderbuch aber besser. Viel besser. Aber ich liebe auch den Strubbelpeter und Max und Moritz. Oh Gott, das ist ja richtige. Ach du Schande. Ja, das lassen wir jetzt nochmal so ein bisschen köcheln und wir können die Frikos reinmachen. Also ich finde, das Süppchen sieht da hervorragend aus. Das sieht wirklich Punkt lecker Nummer aus. Nummer 4 ist in einer großen Schüssel jetzt die, das alles vermengen. Und lecker. Und zwar noch das Hackfleisch rein, die Zwiebeln sind leiser. Schon drin. Was erzählt sie? Frau Eierhuhr ist back. Was erzählt sie? Ja, perfekt, wenn man den Finger genau davor hält, wo ich die Sachen reinpacken will. Werdet ihr auch so unterdrückt? Unterdrückung! Seht, wie der Jay seine Macht missbraucht. Das ist doch nicht unterdrücken. 25 unterdrückte Gramm Senf. Ja. Dann kommt da noch der Senf rein. Nicht zu viel. Ich sehe gar kein Hackfleisch mehr, ich sehe nur noch Zwiebeln. Da muss ich 12 Bällchen rausformen. Okay. Und dann. Ich sehe das Hackfleisch. In einer großen Pfanne. Ich sehe das Hackfleisch, das passt. Bei hoher Hitze erwärmt und die Hackbällchen rundherum scharf angebraten. Anschließend. Macht es dann nicht mehr Sinn, erst die Hackbällchen reinzumachen, wenn es richtig heiß ist schon? Hackbällchen aus der Pfanne nehmen und das Fett abgießen. Ich, Oberdulli, habe komplett vergessen, mein Frikadellenbrät zu würzen. So eine Scheiße. Naja, Fleisch hat ja auch einen geilen Geschmack und da ist ja auch Brühe und. Brühe in der Soße später mit drin und so, das passt schon. Hintergrund. Du bist so kamerageil, weißt du das? Ich twerk jetzt nicht. Nein, bitte nicht twerken, weil das wird auf jeden Fall reingeschnitten. Nee, dass meine Frau twerkend im Internet zu sehen ist, außer du möchtest das natürlich. Nein. Ja, okay. Seht ihr, da wird nicht unterdrückt, bei Jay wird unterdrückt. Denke mal, die sind dann soweit. Kommt jetzt das Gemüse drüber. Okay, dann haben wir mal den Reis hierbei. So. Das sind solide Frikadellchen. Oh, Soße, ach du Schande. Ja, Soße, weiß ich nicht, ob man das noch so nennen kann, aber egal. Wieso, hatte ich schon Raucharoma oder was? Halb-halb, ich mache hier so ein bisschen rein, so. Also sieht erstmal gut aus. Okay, machen wir mehr rein. Und nachher noch ein bisschen, wir lassen noch ein bisschen übrig. Zur Deko, noch ein bisschen oben drüber. Und klingt gut. Volle Pulle an. Das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Warum hat sein Öl keine Beschriftung außenrum? Also, 2 bis 3 Minuten rundherum scharf anbraten. Ah, da langsam kommt die Farbe. Hallo. Ich glaube. Heiß scharf anbraten, nicht, dass es in eine sehr heiße Pfanne sein muss. Sieht jetzt nicht so sehr heiß aus. Boah. Explodiert doch nicht. Next step. So, das gehört jetzt einmal auf. Aber ich musste meine auch in Soße weiterkochen, meine Bällchen. Das war sehr saftig und lecker. Oder tut es sogar schon relativ fix. Pfanne ausgewählt, angebratene Hackbällchen zur Soße geben, Hitze reduzieren und alles 5 bis 8 Minuten gar ziehen lassen. Okay, ich würde jetzt wahrscheinlich die Honig-Senf-Emulsion einmal vormixen, vielleicht sogar mit der Sahne. Also irgendwie klingt das falsch. Ich glaube fast, dass ich hier zu viel ineinander würfel. Aber ich versuche jetzt daraus was Gesamtes zu machen.
Rinderbrühe. Ach Quatsch, Rinderbrühe, was ist es denn noch? Doch, das alles vermixen und die Fleischbällchen rein, lecker. Passt. Rinderbrühe. Und wir löschen das Ganze jetzt hier mit unserer Mische ab. Sieht doch scheiße dann lecker aus. Reis jetzt einfach schon mal mit. Das sieht wirklich einfach nur scheiße lecker aus, ja. Ich würde bisher nichts dabei, was ich nicht essen würde. Wo ist Bramme eigentlich? Unsere Soße. Damit es schön schmeckt. Bramme fehlt. Fällt mir jetzt erst auf, scheiße. Und dann machen wir das eigentlich mein Lieblingsbeipiet, den mitkocht. Eine ordentliche Menge Reis. Darauf geben wir unsere... Ich hätte die Bällchen in die Soße getan. Weil die Soße über die Bällchen. Frikadellen. Und darüber wiederum Schnittlauch. Das Abendessen ist... Sieht aber gut aus. Freunde, kommen wir zum Probieren. Mm. Leider ist das Essen hier... Ich finde, das sieht richtig lecker aus. So runtergerutscht. Digga, das sieht richtig gut aus. Ich habe noch das Beste vergessen. Jetzt sieht sogar edel aus. Den guten Schnittlauch. Mhm. Okay, also da das Wohnzimmer aktuell so besetzt ist wie ganz Gallien von den Römern, esse ich... Wir sind auf ein kleines Dorf. Küche. Das ist es geworden. Schaut euch mal lecker an, wie gut das aussieht. Das ist ja mega gut geworden. Ich war noch sehr skeptisch, was die Soße angeht, aber was ein paar Kräuter obendrauf so alles anrichten können. Und auch so, es riecht echt gut. Ich habe nach dem Anrichten nochmal drauf geschippt, ehrlicherweise, auf die Teller. Damit wir nicht nochmal nachholen müssen. Ich habe jetzt einfach alles auf die Teller geknallt. Sieht trotzdem gut aus. Wir essen mal auch. Dann probieren wir mal. Erstmal. Jay sieht bis jetzt am besten aus. Reis mit Soße. Finde die Idee geil mit den Karotten und der Porree da drin. Scheint zu schmecken. Jetzt das Hackbällchen. Geil. Erzähl. Es ist sehr senfig. Also Senf in den Frikadellen, Senfkörner in der Soße. Hatten Sie schon mal ein Video, was gesponnen hat, wo Sie gesagt haben, schmeckt nicht? Das weiß ich gar nicht. Weil es gab auf jeden Fall Videos, wo Sie gesagt haben, schmeckt nicht. Aber ob es schon gesponnen hat, weiß ich nicht. Durch sind sie auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Rein damit. Geil. Teilweise ein bisschen knusprig da, wo die Semmelbrösel sind. Oh Gott. Das ist lecker. Ja, Gott. Okay, ich habe voll dieses Gefühl im Hals, ob ich hart verschluckte. Das hatte ich aber schon voll lange. Ich bin aber gerade aber schlimmer. Das wird nicht besser, das wird schlimmer. Was ist denn das? Ich hole mal den Reis mit dem Porree und den Karottchen. Ich esse mal auf. Der Akku ist auch gerade alle. Wir haben ja noch den... Mein Rachen krepiert. Den habe ich einfach vergessen. Also der Senf ist doch perfekt dafür, oder? Okay, der ist schon mal mega geworden vom Fleisch. Und sie fällt auch überhaupt nicht auseinander. Also das ist gut. Okay, der Senf ballert. Wir machen aber auch einmal ohne Senf, weil ich glaube, die Frikadelle an sich ist schon mega geworden. Oh ja, die Frikadelle ist mega. Wir probieren das mal. Also ich bin ein Freund, jetzt müssen alle weggucken. Ich bin ein Freund der Zermatscher. Ich bin auch. Okay. Gutes Essen muss matschig sein. Okay, mega. Lass mal probieren. Mit Porree und Möhre. Lecker. Mir fällt gerade auf, ich bin ja noch frei, Leute. Also das war verdammt lecker. Also ist die Hose so oder hat er hier krass Flecken? Gib mir jetzt das auf. Gib zu, mein Highlight waren die Frikadellen. Die waren so geil. Die hatten so geile Röst. Ich fühle mich die ganze Zeit schwimmen mit dem Würfel rum. Der Reis aber auch richtig lecker. Konnte man sich reinlegen, sagt man so schön. Ich gebe... Genuss, der mir den Kopf verdreht. Samt ohne Ende gut. Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal, ihr könnt täglich um 18 Uhr auf Twitch vorbeischauen und auf all meinen anderen Kanälen. Ich habe auch einen Gaming-Kanal. 9 von 10 Punkten. Ich habe aufgegessen. Okay. Bisschen ist noch in der Pfanne. Es war nicht groß aufwendig. Mhm. Ne? Kompliziert. Das ist aber was Gutes. Denn das, was ich hier gekocht habe, ist lecker. Das da, das ist noch was von übrig. Da freue ich mich gleich schon wieder drauf. Oder beziehungsweise nachher oder morgen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, eigentlich immer so zu essen. Okay. Egal wie das Rezept aussieht, das war unfassbar lecker. Die Semmelbrösel, die sind vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich meine auch keine Semmelbrösel, also gut. Sollte, weiß ich nicht. Aber das ist eine 9 von 10. Nice. Der Oberschnitt irgendwie. Also irgendwas fehlt mir so gewürztechnisch. Für Schärfe? Aber hier fehlt definitiv noch irgendwie ein bisschen Schärfe. Bisschen mehr Geschmack.
oder ich hätte vielleicht ein bisschen mehr abschmecken sollen. Aber die Frikadellen sind geil geworden. Ich würde den Frikadellen kannst du auch nicht viel falsch machen, das Fleisch, ne? Aber meinem Laffen-Gedöns hier, alles lecker, man kann es essen. Das ist für mich eher, 6 ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen, eine 5,5. Also kommen wir summa summarum, da ja die Frikadellen halt das Wichtige sind, kommen wir auf 7 Punkte, runden wir auf. Okay. Schwache 7 Punkte. Ich bin gespannt, was Shay sagt, was Shay hat hier das Rezept. Einfaches Gericht, was echt lecker ist. Das bekommt, sagst du? Gerade weil es so einfach ist, von mir definitiv 8,5 Punkte. Das ist sehr lecker. Okay. Richtig geil. Klingt gut. Also, na. So, jetzt interessiert mich natürlich aber, was denn das eigentliche Gericht war. Oh Gott. Hackbällchen in Senfsoße. Also ich bin nicht so weit weg. Es sieht auch optisch fast so aus wie das Gericht von HelloFresh, was eigentlich gedacht war. Aber ich verstehe. Hier wir haben alle Hackbällchen gemacht, das so, ja, alle recht nah dran. Das auch abgewertet. Ich glaube, die Frikadellen werden gar nicht so viel anders schmecken. Aber wenn ich hier eine 8 habe und hier eine 5,5 und das wird auch eine 8, dann habe ich natürlich direkt ein Premium-Essen und das hätte es sein können. Aber ja, das könnt ihr haben, wenn ihr bei HelloFresh den Code HFPEAT ganz alles groß geschrieben steht. Peter, da komme ich auch nicht drauf klar. Eingeblendet, benutzt. Ach, für HelloFresh! Oh mein Gott, ich überlege die ganze Zeit. Halt Fresse Pete, Hurenficker Pete, aber es steht für HelloFresh Pete's Meat. Oh Gott, bin ich blöd. In den nächsten Tagen noch an Gobi Masala, indisches Curry mit Blumenkohl. Ja, ich würde sagen, Jay, was waren denn deine letzten Worte heute? Bin sehr gespannt, was die Jungs gemacht haben. HF Pete ist der Code. Unten in der Videobeschreibung steht nochmal alles drin. Oh Mann. Und was ihr machen müsst. Und Brammen, hau rein. Oh, Dennis ist gar nicht da. Oh fuck. Okay, Schweigeminute. Wo ist Dennis? Wo ist Brammen? Das sieht er jetzt nicht durch bis zum Ende, oder? Nee. Okay, guck mir ihm in die Augen. Da soll man sich eigentlich verlieben. Wird langsam schwer, in beide Augen gleichzeitig zu gucken. Ich muss abwechseln. Reicht. Halbe Minute reicht auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis erlebt. Ja, war cool. Lasst Like und ein Abo da. Schreibt Hashtag, wir vermissen Bram in die Kommentare. Und lasst auch gerne bei mir ein Like und ein Abo da. Ja, Leute, damit sind wir mit dem heutigen Stream auch durch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich werde jetzt versuchen, jeden Tag mindestens von 18 bis 20 Uhr live zu sein. Montag auf jeden Fall länger. Und wir sehen uns. Bis dann und ciao!